Mahlzeit bei Dacker Dacker TV. Heute mal wieder im Außendienst am linken Niederrhein bei Markus. Hallo Markus. Moin. Ja, wir spielen mal wieder draußen. Yes, richtiges Wetter dafür. Ne, also wir wollen uns heute richtig heiß auf die Nase geben hier, obwohl wir eigentlich einen sehr entspannten Rahmen hier haben, muss man so sagen. Ja. Also wenn es zu heiß wäre, ich habe leider die Badehose nicht mit. Aber wäre auch egal eigentlich, ne? Kein Thema, kannst auch nackig reinhüpfen. Alter. Genau. Ja, wir spielen heute mal wieder eine Deskart. Ich hatte Bock drauf, ne? Ewig nicht gespielt und bei der Deskart ist ja auch Nephilim-mäßig tatsächlich was passiert. Ne? Morty ist günstiger geworden zum Beispiel. Oh. Deswegen habe ich Morty mitgebracht. Hallo Morty. Hallo Morty, 2000 Punkte Deskart stehen vor uns. Er ist natürlich der Warlord. Ist natürlich klar, er hat auch hier Dämmerungsblähsucht, Gloaming Bloat. Mhm. Keine Trefferwürfe wiederholen in 9 Zoll Umkreis um ihn. Cool. kann er machen. Hat er auch eigentlich immer standardmäßig, immer weil er das Beste ist. Ja, passt ja? Wunderbar gegen mich. Genau. Dann steht hier noch ein Bedellion von den Elenden vor uns, angeführt von einem Lord of Contagion. Einen bösartigen Seuchenhexer sein, was doch gleich richtig. Er hat auch gleich Sevenfold Blessing bekommen, der dann Spruch mehr kann und eine Psykraft wiederholen kann pro Runde. Der hat Plague Wind, Pure Strength, Vitality und Curse of the Leper dabei. Dann habe ich 18 Poxwalker und 17 Poxwalker. Mhm. Muss man auch haben. Und dann geht es los. Da. 10 Blightlord Terminatoren. Fette Einheit, 2x Pflege, da sind sie. Und 2x Blight Launcher, da sind sie. Und alle mit Äxten natürlich dabei. Richtig fetter Block, ne? Ekelhaft. Obsek. Richtig. Ne? Soll man dazu sagen, sind halt Blightlords, ne? Ja. Sind schwer wegzukriegen. Dann. Neu vom Bemaltisch, 2x3 Death Shrouds, natürlich, auch ziemlich heftig. Chef hat jeweils natürlich 2 Pusten, jeweils, ne, an jedem Handgelenk einen Flammenwerfer. Ja, das ist doch dieser, die haben doch jeder W6 Treffer Stärke 3. Ja. Und er kann halt 2 davon haben und das kostet ja jetzt nichts mehr. Das wusste ich nicht. So, hat er. Ja, gut. Hat er aber, Markus. Ne? Dann unser aller Lieblingsmodell, der Full Blightspawn. Du meinst der Schlauchheini. Der Schlauchheini. Ja. Mit den ekelhaft stinkenden Gefäßen für Fight Last und du zählst einfach nicht als Angreifer. Ja. Ne? Ekelhaft. Ekelhaft stinkend. So. Dann sind wir fast durch. Wir haben nämlich einfach nur noch 2 Fleischmäher-Drohnen. Weil ich dachte, ich brauche ein bisschen offensives Potenzial in der Liste. Weil sonst ein bisschen Geschwindigkeit. Ich meine, die 3 können schon mal gut ordentlich vorne ein großes Hallo machen, während meine Einheiten hinten punkten. So ist der Plan. Mhm. Und zu guter Letzt, ne, ich bin jetzt auch so schlau geworden, hat der Emotec mir ja gezeigt, eine Chaos-Punkte. Braucht man. Auf jeden Fall 23 Punkte muss man dabei haben. Sind 1998 Punkte Deskart. Jetzt gucken wir mal, ja, wer in diesem chaotischen Match mein Gegner sein wird. Chaos gegen Chaos, ja, die dunklen Space Marines von Markus. Yes, genau, wir spielen World Heroes. Ich habe leider nur 1997 Punkte, traurigerweise. Wir haben dabei einen dunklen Apostel mit seinen 2 Helferleinchen. Der kann Transhuman zu Hit beten, der kann Rennen und Angreifen beten bei Sladesh. Auf Sladish Units. Dann haben wir noch einen Disco Lord mit Malis Korn, natürlich mit Baleflamer, dem Korn-Dämonenwaffe. Die macht weder Schaden mehr auf der Hauptwaffe. Dann hat er noch einen Warlord Trait, dass er Verwundungswürfel holen darf und jeder Verwundungswürfel von 6 macht eine tödliche zusätzlich. Dann haben wir noch einen Disco Lord, der hat Malis Zinch, der hat den Warlord Trait, dass er eine 4 Rettung hat. Und immer in jeder Gemetzelstufe gerade unterwegs ist. Dann haben wir 210 Kultisten, 5 Legionäre mit einem Zauberer da drin, der möchte Pression sprechen oder halt auch 5 auf Inopain, weil auch mal das Lanisch.
Dann haben wir 9 Chaos-Terminatoren im Male Slanesh. Slanesh diesmal, ah. Ja, damit die ganzen Zauber und Gebete abbekommen können. Ja. Und der Rune of Domination für minus 1 Rune. Die haben, glaube ich, sonst keine Spezialwaffen oder sowas, einfach alle. Die sind einfach nur sehr schwer zu töten. Genau, das war der Plan. Dann haben wir noch einen Master of Execution dabei. Der hat auch einen Warlord-Trade. Und zwar ist der zum Dämon gemacht worden, kriegt dadurch 5er Rettung immer, 4 Rettung gegen Beschuss, plus ein Stärke, Attacke und Lebenspunkt und plus 2 to move. Für einen Warlord 12 kann man machen, finde ich. Auf jeden Fall. Bisschen lächerlich. Der hat auch mal alles da nicht. Und das Intoxicating Elixir, damit kann er einmal in der Schlacht mehrere Attacken dazu haben und nur 3 Lebenspunkte verlieren. Also der rastet dann einmal richtig aus. Ja, brachial rastet der aus, ja. Theoretisch mit Trefferwürfen und Verwundungswürfen gegen Charaktermodelle wiederholen, weil ich ja gegen dich nicht darf. Gegen Morty nicht. Aber theoretisch wäre das gut. Dann haben wir 5 Noise Marines dabei. Die haben einen Bassblaster. Dann haben wir nochmal 5 Noise Marines mit einem Bassblaster, einem Champion mit Faust und einer Ikone. 2x5 Besessene ganz links. 2 Venom Crawler und 5 Warp-Krallen. Leider keine Chaos-Brut, weil zu wenig Sturmauswahl. Das ist das Problem, ne? Ja, du brauchst bei Chaos-Brut irgendwie mehr Sturmauswahl, finde ich. Das gleiche Problem wie bei Orks und Adeptus Mechanicus übrigens. Ja. So ist noch schlimmer als beim Chaos. Kann ich hier ein Lied von singen? So ist das, ja. So, wir suchen uns jetzt Missionen aus und dann sehen wir uns gleich auf der Platte wieder. So machen wir es. Das ist das Spielfeld für heute. Wir haben ganz viele Obscuring-Ruinen hier auf dem Spielfeld stehen. Plus ein paar Krater, 2 Stück an der Zahl. Wir spielen die Mission 32. Wie heißt sie? Death and Seal, ne? Tod und Eifer. Tod und Eifer spielen wir, ne? Ja. Und wir haben die Spielfeld-Viertel als Aufstellungszone mit dem Ring der Lust in der Mitte. Yes. Ne? Das ist der Ring der Lust, der heißt so, der wird auch nie wieder umbenannt. Nee, ist so. Richtig? Ja. Da liegt nämlich auch in der Mitte ein Missionszielmarker, der leider den Chaosstern verdeckt. Ja, das finden wir beide nicht gut. Ja. Ne? Gut. Dann jeweils in den Spielfeld-Viertel in der Mitte ein Missionszielmarker. Und wir haben uns Missionen ausgesucht. Ne? Und so, der Markus möchte für die dunklen Götter machen, also den Spielfeldviertel, die Spielfeldviertel den dunklen Göttern mit einer Aktion weihen. Genau. Ne? Keine Gefangenen machen, also eigentlich alles von mir töten am besten. Und an allen Fronten dabei sein. Das will ich. Ist nicht so der Mega-Pick, aber mangels Alternativen hat sich Markus dafür entschieden. Hat er mir gerade verlauten lassen. So, ne? Ist das, ja. Ich nehme die flüchtenden Vektoren, das ist prinzipiell Sachen mit Plague-Waffen, mit verseuchten Waffen erschlagen. Ne? Genau. Und am besten verlierst du dabei noch einen Moravertest. So ist es. So. Dann möchte ich den verseuchten Boden machen. Das ist ein Spielende, also das ist wirklich mein Spielende-Missionsziel. Ne? Das bedeutet, ich möchte am Ende des Spiels möglichst an allen an allen Missionszielmarkern sein. Auch wenn es nur ein Püppchen noch ist, von der Deathguard sozusagen. Ne? Würde das reichen. Und ich möchte dabei noch die Krankheit verbreiten. Das ist eine Aktion machen an den Missionszielmarkern. Das ist, glaube ich, eigentlich ganz gut. Ich möchte diese drei, das sind 3 von 3 Deathguard Secondaries, mehr gibt's nicht. Und die möchte ich jetzt mal ausprobieren. Jetzt bauen wir auf und sehen uns gleich wieder. Yep. So Leute, wir haben aufgebaut. Die Death Guard wurde auf diese Seite hier verbannt. Fangen wir mal an. Hier stehen 18 Poxwalker mit einer Chaosbrut. Hier drunter steht der Hexer. Eine Flanke mit 17 Poxwalkern und einer Drohne. Dann habe ich hier eine Drohne und Mortarion einfach mal kackfrech direkt auf 9 Zoll an den Mittelkreis gestellt. Ja, und hier stehen dann nochmal 18 Poxwalker, 10 Blightlords, der Schlauchmann, der Lord of Contagion, also alles, was richtig, richtig schön ist. Ne? Genau. Ja, Kultisten, Noise Marines, Venom Crawler. Ja, warte, Besessene, der kleine Disco Lord, sag ich jetzt mal, die 9 Thermis mit dem Priester und dem Master of Execution, der Warlord Disco Lord, der andere Venom Crawler. Die 5 Standard Marines, hier stehen nochmal 5 Noise Marines und 5 Besessene und hier hinten stehen 10 Kultisten. Ne?
Du hast noch 5 Wobkrallen im Schock und ich meine 2x3 Death Shrouds. Habe ich einfach mal so gemacht. Ich wollte es so. Da müssen wir mal gucken, wer anfängt, ne? Ja, ich möchte, also ich muss nicht anfangen. Nö, lass mal, sagen wir mal so. Ja. Ich habe eine 4 gegen eine 4. Ich habe eine 1. Ich habe eine 6. Da ist die 6, die Chaos 6. Du musst anfangen, Wordbearers Turn 1. Yeah. Ja. Erste Runde der Wordbearers hier mit ganz viel Bewegung verbunden, ne? Ja. Die sind gerannt. Die sind dahin gerannt, genau. Er hat es mit seinen 12 normal geschafft, das sind auch nur 9, auch normal bewegt. Die Thermis haben sich auch dahin bewegt. Der Priester hat Transhuman zu Hit auf die Thermis gebracht. Der normal bewegt, der Venom Crawler musste rennen, sonst hätte er den Marker nicht gekriegt wegen des Kraters. Die Besessenen sind auch mit 5 gerannt. Also eine normale Bewegung von 14 kann man mal machen. Ja, auf jeden Fall. Ja, ansonsten die beiden Bassblaster sind stehen geblieben. Ja, die sind vorgekommen, ne? Die sind auch ein Stück vorgekommen. Die machen hier, die wollen dieses Spielfeldviertel. Ich glaube, um das Spielfeldviertel machen zu müssen, musst du komplett in der Mitte von 6 Zoll nee, um die Mitte drei, sein. Ne? Ich muss in 3 Zoll umkreisen, um den Mittelpunkt des Feldes sein. Aber wir können gerne nochmal nachlesen. Bei dem Wordbearer spezifisch musst du total in 6 Zoll sein und bei dem musst du in 3 Zoll ja, um den Mittelpunkt sein. Wir lesen das nochmal nach. Ich fand das ein bisschen blöd, nämlich als ich das einmal durchgelesen habe. Vielleicht habe ich es auch falsch gelesen. Sonst würde ich mich nochmal natürlich. Ich könnte auch easy dahin laufen. Ja, gucken wir gleich nochmal. Ja. Ne? Genau. Ja, du kannst ein bisschen. Genau, ich würde dann eben meine Ziehkraft machen. Das ist der hier mit den 3 Stacheln, der muss ja meine Eindeckel mit dem Buch, der macht 5 auf Inopane auf die Chucks. Auf die 6. Möchte er nicht machen. Ist ein toller Typ. Ich glaube, da muss ich mein CP für raushauen. Ich ja guckst, wolltest du vorher gucken, ob ich in Bannreichweite bin? Achso. Wo bist du denn? Da. Solltest du nicht sein. Gut. Ja, sonst würde es sich vielleicht nicht lohnen. Genau. Nee, aber will ich haben. Jo, mache ich mit der 7. Das ist mein ganzer CP schon wieder weg. Ja, du hast jetzt 0 CP und ich habe aktuell 4. Ja. So muss das sein. Genau. Jo. Dann weißt du schon, wo du schießen möchtest? Ja, kann ich machen. Und zwar schießt der Disco Lord mit seinem Flamer auf die Poxwalker, ist auch von Reichweite 2W3 plus 2. Solide 7 Treffer. Auf die. Ja, Tafel ist 4 hier, ne? Dann auf die 3. Sind 5-mal. Minus 2 für 2. 5-mal, sagt er. Mhm. Was sagt denn mein Wabbel hier? 4, sagt mein Wabbel. Nee, 2 Schaden mache ich. Der eine. Nee, der ist dann auch tot. Dann sind 5. Schön. Zack. Zack. Dann schießt er mit seinen 6 Schuss auch noch auf die Poxwalker. Der ist gerannt auf die 4. 3 Treffer, solide auf die 3. Ist einer dabei, minus 2 für 2. Ja, Doppel 6. Wer hätte es gedacht? Es wird gemessen nach Morty. Genau, ja, ich habe nichts anderes in Reichweite. Der letzte kommt nicht dran. Dann haben wir 6 Schuss Bolter und den Bassblaster auf Morty. Treffe ich nochmal auf die 3, ne? Ja, ich habe ja noch nichts an. Hier ist schon 8. Ja, auf die 6. Ja, komm. Einer ist dabei. Hat er. Okay. Dann der Bassblaster. Auf die 3, nicht bewegt. 2 dabei. Stärke 8 auf die 4. 6. Dann haben wir hier das gleiche nochmal. Da steht da einer oben drin. Ne? Also genau, der steht da steht am Fenster. Wie ein Taktikfuchs. Ist aber außerhalb von 24. Da haben wir nur den Bassblaster. Ein Treffer. Nichts. Läuft hervorragend. Ja. Dann haben wir noch den Kollegen, der schießt auch seine 6 Schuss. Die Poxys? Auf die Poxys, genau. Auf die 3. Mein Gott. Auf die 3. 2x minus 2 für 2. 2x? Ja. Ich mache hier 2 Wunden, ne? Hast du gemacht? 2 Wunden, ja. Mach ich mit bestätigen. Nee. 2 Tote. Nee. Markus. Das hat nicht gereicht bei mir. Ja, dann haben wir noch den Disco Lord mit dem Flamer auch auf Morty. 2W3 plus 2. Solide 8 Schuss. Boah, das ist jetzt mal heftig, ne? Auf die 5.
Zwei dabei. Minus? Zwei für zwei. Also minus eins. Für einen. Auf die drei. Für einen Schaden. Ja. Also, safe. Vier noch penalisiert. Genau. Dann haben wir jetzt noch ein paar Bolter und dann sind wir durch. Tja, eben. Gut, machen wir im Offcam und dann kommen wir mit der Punkteverzählung sogar wieder, ne? 1, 2, 3. Die Bolter der Chaos-Terminatoren haben tatsächlich Morty seinen ersten Lebenspunkt abgeluchst, ne? Oh. Und du machst ein paar Pünktchen, ne? Genau, ich mache an allen Fronten für zwei Punkte. Ich mache die Geweiher des Starters, haben wir gerade nachgelesen. Ich muss vollständig innerhalb des Viertels sein und in 3 Zoll um den Mittelpunkt, aber nicht vollständig in 3 Zoll um den Mittelpunkt. Gut. Da kriege ich meine ersten zwei Punkte für und ich mache 7 Punkte auf meinem keine Gefangenen Kill-Skala. 0,7. Ja, genau. 7 Striche, ja. Für den ersten. Und ich kriege 2 Punkte für die Mission, weil ich den Marker erobert habe, den ich nicht hatte. Gut. Dann kriegst du jetzt ein CP und ich auch und dann gehen wir in Death Guard Turn 1. Yes. So, erste Runde Death Guard. Ich habe den CP gleich wieder investiert und hier einfach von 8 toten Poxwalkern 6 wiedergeholt. Ja. Die sind dann natürlich auch an den Marker gekommen, weil ich die an der Befehlsphase wieder aufstelle. Und die machen hier die Aktion für schlappe 4 Punkte. Easy. Hervorragend, ne? Der ganze Pulk ist nach vorne gekommen. Der Hexer ist auch von hier nach da gesprungen. Hier hinten habe ich mich ein bisschen so aufgespreadet. Ich meine, du wirst vielleicht kannst du hier hinschocken. Kannst du dann so gerne machen, weißt du? Ey, klar, die mache ich doch mit einem Schlag kaputt. Mit den Warp-Kral. Kannst du so machen. Hier ist es ein bisschen schwieriger. Die Poxwalker sind 5 Zoll gerannt, stehen nicht am Marker, ist halt so. Die Besessenen dahinter übrigens aber auch nicht. Ja. Und die Drohne ist natürlich nicht gerannt, genauso wie die hier nicht, weil die können beide gleich die Höllenspinne oder so, ja. Angreifen, ne? Ja, und hier Main Event Morty sagt sich einfach, komm, hier hat Markus so eine Bucht gelassen, gehen wir mal dahin. Oh. Und dann gucken wir mal, was wir jetzt zaubern. So, wir zaubern jetzt erstmal eine Runde. Und zwar fangen wir an mit dem Morty. Morty kann natürlich auch auf jeden Fall der macht sich erstmal der Pestilenz an. Ja. Das muss er machen, ne? Kommt nicht? Hervorragend. Muss ich da schon CP für investieren? Ich denke. Ich glaube nicht. Ne? Ne. Oh. Ne, mach ich nicht. Da spricht der Mut aus ihm. Da spricht der Mut aus mir. Und der hat noch, wo sind die Sprüche? Gift of Contagion hat der noch. Gift of Contagion war der Seuchensegen, ne? Ich muss nochmal gucken. Oder ist das die... So, dann machen wir die Gabe der Verseuchung, Stärke und Attacke weniger, wenn es über 8 kommt. Ne? Ja. Machen wir einfach auf die Thermis. Ja. Das kommt. Ist eine 8. Kannst so, aber bannen. Den bann ich. Mit deinem Hansel da hinten. Der hat ein Buch dabei. Eine 9. Ha. Hat er mal Morty. Ist schlauer als Morty. Gut, dann habe ich aber hier noch meinen Seuchenhexer-Typen. Ja. Der macht jetzt auf die Terminatoren. Und zwar den Fluch des Aussätzigen. Oh, macht er wohl nicht. Der macht das nicht, aber dafür nehme ich mal einfach ein CP. Okay. Weil das, irgendein Zauberspruch möchte ich schon durchkriegen. Ja. Kommt nicht. Sehr schön. Das ist schon mal wieder eine ganz tolle Sache. Und dann kommt noch der Seuchenwind hinterher. Mhm. Auch auf die gleiche. Ja, kommt nicht. Ja, hervorragend. Ja, das ist doch eine tolle Psi-Frage. Mega, mega. Mensch, mega. Ich bin total begeistert. Ach, Leute. Ja, was soll ich sagen? Aber ich habe gerade Zielwasser getrunken. Deswegen schießen wir jetzt einfach mit der Laterne. Jo. Mit der Laterne, ne, schießen wir einfach auf... wenn ich auf den schieße, geht das ja auch auf den und den, ne? Ja. Machen wir das. Ne? Also auf die Chaos-Terminatoren. Das trifft. Nein, es transiert und geht drauf. Verdammt! es läuft. Dann... Nicht mehr so viel zum Schießen tatsächlich. Ich habe hier noch 2 Blight Launcher. Mhm. Die schießen auf die Terminatoren. Mhm. Die 4. Natürlich keine 1 im Wiederholen. Darfst du eh nicht, weil macht er auch. Der Zauber sagt Transium zu Hit und keine Säufe wiederholen. Oh, das ist stark. Ja. Auf die 2 tatsächlich, weil du ja in meiner Contagion-Reichweite bist. Achso, Mord hat immer 9, ne? Man hat immer 9, zweimal mit minus 1 für 2. Genau, bei minus 1 zu Wund kriegst du auch. Dann nur 1. Nee, verwunde dich auf die 2 mit Stärke 6. Genau, wieder auf die 3 wegen minus 1 zu Wund. Und was machst du jetzt? Zweimal minus 1 effektiv. Okay.
Dann nehme ich natürlich hier den Boy im Haus, also zwei Wuchse. Genau. Geht sogar einer durch. Macht wie viel Schaden? Zwei. Da haben wir 5 Waffen, okay? Noch einen Schaden. Einen ganzen Schaden. Marvelous. Yeah. Das ist eine der besten Schuss- oder allein eine der besten Spielzugeröffnungen, die ich je hatte. Ich glaube, ich kann auch überhaupt nicht mehr schießen. Kommen wir zum Angriff. Jo. Ja? Wir kommen hier zum Angriff. Und zwar, meine Drohne greift deine Spinne an. Ja. Das macht sie. Ja. Rums, Kasala. Dann hier. Ich hatte ein Déjà-vu. Ja, schon wieder. In die Spinne. Oh, solide. Macht sie, ne? Zack. Ja, und Morty geht in beides. Macht er jetzt einfach. Ja, klar. Muss er sowieso. Easy. Klack. Hier schlägt alles zuletzt zu. Nee. Nicht zuletzt zu, sondern. Ich darf keine Treffer wiederholen. Keine Trefferwürfe wiederholen und selbst, genau. Das ist schon mal sehr gut. Unterbrichst hier wahrscheinlich. Ich habe nur 1 CP. Du kannst nicht unterbrechen. Das ist sogar noch viel besser. Dann fangen wir doch hier einfach mal an mit der Drohne. Bitte. Ne? Die hat 12 Attacker. Mhm. Immer noch. Das ist, war immer schon so. Ja. Treffe dich auf die Dry. Ja. Nichts wiederholen. Ich verwunde dich auf die 3. Und so, Stärke 7, ich habe wieder schon 6, weil du neben mir stehst, ne? Genau. Ja. Und ich darf ja jetzt wegen dem Erzvergifter mit Plague-Waffen alle Verwundungswürfe wiederholen. Ist das, ne? Nicht nur für Core? Das ist nur für Core, aber die hat ja selber Plague-Waffen. Also 1 Hit. Ja, gut. Ne? Dann sind es 5, 7, 7, Markus. 7 mal minus 1. Okay. 7. Also auf die 4. Dann haben wir noch 8 Schaden, haben wir noch einen Leben. Hast du nur einen? Ja. Gut. Ja, das bedeutet ja, Morty haut noch mit einer Attacke auf die drauf, ne? Ja. Und die anderen auf die Besessenen. Genau. Mhm. Das heißt, ich habe 7 Attacken. Ja. Und 6, machen wir erstmal die erste auf die Spinne. Ja. Er hat sich natürlich auch seinen selber gegeben, ne? Trifft. Verwundet auf die Spinne, 5er Retter. Machen wir. Jo. Da ist die 6. Weil ich nur arrogant eine Attacke nehmen wollte. Richtig. So, dann auf die Besessenen. Alles? Jo. Auf die 2. Plagewaffe. 6 Mal auf deinen Retter. Machen wir. Tot. Kaputt. Ja, ach ja, Morty. Kann ich natürlich leider keinen Morave-Test mit verpatzen, wenn Morty einfach alles tötet. Ne? Ja, gut. Dann da hinten die Spinne. Ja, pass mal auf, er gibt 1 CP aus. Ja. Für minus 1 Damage. Ja. Ja, muss ich. Kannst du machen, ne? Muss ich. Das ist eine gute Sache und wenn du hast ja halt auch nur 1 CP, ne? Ja. Wuchte 3. Solide. 11 Treffer. Ja. Auf die 3. Mhm. Einsen wiederholt. Oh, schön viele 2. Naja, geht, ne? 9 Mal. Du musst jetzt nur 9 Mal. Einen muss ich schaffen. 9 unter 3 würfeln. Ja. Unter 4. Das wäre schön. Ich gebe dir 5. Gut. 6. 6 gebe ich dir. 6 Schaden, ne? Ja. Hast du noch 3. Das ist auch gut. Dann wäre ich auch soweit durch mit Kämpfen. Dann darfst du noch mal hauen. Dann hau ich zurück. Hier. Hier darfst du ja leider noch hauen. 6 Attacken. Ich darf jetzt leider nichts wiederholen. Ich hau auf die Drohne. Auf die 3. Auf die 4. Guck mal, 3 mal minus 3 für 2. Also minus 2 auf die 5. Ja. Wenn ich die einlebe. Völlig einleben. Ja. Das ist, Leute, das ist jetzt Space Marines gegen Space Marines, ne? Was soll man machen? Ja. Dann hinten meine Drohne, wollte ich schon sagen. Meine Spinne. Die darf dafür wiederholen, weil da ist kein blöder Morty. Ach ja, du bist ja Wörterbärer. Richtig. Auch die 4. Das sind auch 3. Auch 3. 2 Leben weg. Minus 3, das sind 3 Leben weg, ne? 3 Leben weg. Ist okay. Komm ich mit klar. So. Dann würde ich jetzt mal sagen, können wir Punkte verzählen? Ja. Ich mache 4 Punkte für die Mitte, weil ich die verseucht habe. Flüchtende Viktorin, ich glaube, das müssen wir noch mal kurz durchlesen, ne?
Ich habe ja. Du musst 7 Modelle killen. Hast du nicht. Hast du nicht. Ich habe nur 5 getötet. Ja. Gut. Ansonsten können wir nochmal nachsehen, was kommt. Krankheiten hast du gemacht. Du hast den mittleren Marker verseucht. Richtig. Und ich habe den mittleren Marker eingenommen. Genau, dafür kriegst du 2 Punkte. Genau, du hast keine Einheit vernichtet, die da steht, aber du kriegst 2 Punkte für die Mission. Hervorragend. Und dann gehen wir jetzt in Runde 2 Wordbearers. Zweite Runde der Wordbearers hier. Markus, für uns mal durch. Wir beide haben CP gekriegt. Yep, ich hab wieder einen. Ja. Ich gehe von hier nach hier. Die Kultisten sind in 3 Zoll zum Mittelpunkt des Spielfeldes gegangen, um hier das Viertel Korn, sagen wir mal, zu weihen. Er ist drin geblieben, damit die Drohne mich nicht heroisch interveniert und meine Aktion kaputt macht. Die sind stehen geblieben. Die haben sich hier ein bisschen geschaffelt, um zum Screen. Die Kultisten. Hier ist mein Zauberer nach hinten gerannt, damit mich Morty wieder nicht bannen kann, wenn ich jetzt auch die Thermis zaubere. Die sind ein bisschen nach vorne, um jetzt die Poxys wegzuschießen. Der Apostel hat wieder Transium to Hit auf die Thermis gebufft. Stehen geblieben. Er ist hier rüber, um die Drohne zu erschlagen. Er ist aus dem Nahkampf raus. Die Besessenen sind hier vor, um dann die Poxys zu erschlagen. Gut. So ist der Plan. So ist der Plan. So, der Diskulort hier ein bisschen rum. Ich brauche einen 10er Chart auf die Drohne. Mal gucken, ob das passt. Ansonsten steht er da. Ansonsten nicht. Ja. Dann kommen wir zu meiner Zauberei. 5 Philo Pain auf die Thermis, auf die 6. Solide. Kann ich lieber. Haben wir. Jo. Dann schießen wir. Wir fangen hier an mit den Noise Marines. Erstmal. Ne, wir fangen mit den Thermis an. Und zwar alle Thermis auf die Proxwalker. Kommen wir gleich wieder mit dem Ergebnis. Das hat geräumt. 14 tot, ne? Ja. Gut. 14 tot, 2 sind noch übrig. Und weißt du schon, wo du weitermachst? Genau, wir schießen jetzt hier mit den Noise Marines. Wir haben einen Bolter und den Bass Blaster auf kurze Reichweite. Auf die Thermis, erstmal den Bass Blaster. Also auf meine Thermis. Oder? Auf deine Thermis, genau, weil die kurze Reichweite mache ich ja 4 Schaden. Gut. Eine Schallwaffe bin. Auf die 3, ich habe mich nicht bewegt. Stark. Auf die 3, Stärke 8. Ja. Ja, eine Runde minus 3 für 4. Nehme ich auf einen ganz normalen Thermi. Rettungswurf. Geht durch. Tot. Möchte ich den wiederholen? Im Schießen. Komm, ich habe 4 CPs. Ja, gönnen oder was? Gönnen, ne? CP-Wiederholungswurf mache ich eigentlich. Sollte man dafür eigentlich nicht, ne? Hildauer. So. Haben wir 2 Schuss Bolter. 1 Treffer. Nichts. Dann haben wir den gleichen Spaß. Aber ich mache halt Sachen auch gerne einfach nur, um die Gegner zu ärgern. Ne? Besonders in Battle Reports. Können wir lieber auf Poxwalker schießen mit einem und einen Bassblaster wieder auf die Thermis, der ist nämlich auch kurz. 24 Zoll als kurze Reichweite ist auch schön, ne? Muss man so sagen. Ist aber gelogen, fällt mir gerade ein. Was immer. Ist das gelogen? Ich glaube, der hat nur 36. Ist alles richtig gelaufen? 18 Zoll ist kurze Reichweite. Ne, 24 Zoll ist kurze Reichweite. Genau, 36 Zoll hat die. Der hat keine andere Frequenz schießen, die hat nur 36 Zoll Reichweite. Deswegen gut. Jetzt wieder Hochfrequenz auf die Thermis und ein Bolter auf die Poxwalker da hinten. Der Bassblaster. Trifft diesmal 2-mal. Und ich auf die 3. Nichts. Gar nicht. Läuft. Obwohl und, du die Slanisch-Würfel genommen genau, hast. Genau, ich extra die Slanisch-Würfel, aber die Poxwalker, Bolter, ein Treffer, 2 Treffer, weil ich explodiere mit der zweiten Runde. Auf die 4, eine Runde. 6. Ja. Einer tot. Wow. Gut. Ja. Dann haben wir noch meine Maschinen, beziehungsweise eine Maschine im Nahkampf. Auf hier, die ne? Drohne. Auf die 3 ist eine Sturmwaffe. Boah. Ist eine also Sturm. Explodiert noch nicht, ne? Oder? Doch, in der zweiten Runde doch, explodiert. Doch, explodiert Sturm. Schon, stimmt. Ja. Krass. So muss das. Aber nur 5. Ja, sind 4 Stück mehr. Minus 2 für 1. 2, also minus 1 für 1 bei dir. Ein Schaden. Dann habe ich hier noch 7 Leben. So, andere hat sich zurückgezogen. Da haben wir noch diesen Discolos. Die Frage, sieht der die Poxwalker? Der sieht die, ne? Der sieht die, weil die in der Ruine stehen, ja. Also
der sieht durch dieses Fenster. Ja. Dann schießt er da drauf. 2W3 plus 2. Ja, ist 4. Der, weil du Angst vor Pockstock hast. Auf die 3. Guck mal, 4x minus 2 für 2. Hast du schon mal 4 Sechsen gesehen? Manchmal schon, aber bei dir nicht. Was soll das denn heißen? So, einmal Poxwalker hast du ausgeschaltet. Da hast du auf jeden Fall schon deine 2 Punkte, keine Gefangenen, ne? Jo. Gut. Dann haben wir nur noch diesen Disco Lord. Der schießt auch auf Poxwalker. Jo, das sind 4 6 Treffer. Solide. Solide. Auf die 3. Das sind 5 Wunden für die Boxies. Mal mit bestätigen. Ja. Ne, 5 tot. 6 auf den Pins? Ja, okay. Auf jeden Fall. 6 auf jeden Fall. 5 tot. Jo. Zack. Gut. Gut. Dann chargen wir. Chargierung. Ja, ich gucke gerade, ob ich das vergessen habe, aber ich glaube nicht. Ne. Der Discolord möchte die Drohne chargen. Ich glaube, eine solide 10 habe ich gerade ermessen. Jo. Hat er. Hat er. Kommt doch ran. Schäm mal ran, den Lachs, ne? Ja, danke. Dann möchte der Discolord auf die Drohne. Mit der 3 sollte das auch reichen. Ja, gerade so. Und die Besessenen auf die Poxwalker. Abwehrfeuer mit Gift und Galle. Der 6 reicht das auch. Gut, wir kommen wieder. Bis gleich. Nackerphase, wo fängt der Markus an? Genau, da vorne mit dem Korn Disco Lord auf die Mescher-Drohne mit der Korn Dämonenwaffe natürlich. Auf die 2 alles wiederholen, weil er ein Wordbearer ist. Wordbearers. Trifft trotzdem aber nicht. Dann hat der Kollege jetzt Stärke 8, weil der Korn ist. Ne, Stärke 7 und kriegt plus 1 auf den Wundeswurf, weil er angegriffen hat. Stärke 3. Hier, und er darf alle Verwundungswürfe wiederholen. Das sind 2 tödliche, weil es 2 Sechsen sind. Und 5 mal minus 3. Auf die 5, mein Dämonenretter. Ja. Ja, sind 3 Schaden each. Also 4 sind jetzt kaputt. Sehr schön. Geh ich hoch? Ich hoffe nicht. Nee. Auf die 4 werde ich hoch. Ja. Möchte dazwischen gehen? Ja, auf jeden Fall. Wo? Unter jeglichen Umständen möchte ich dazwischen gehen. Das ist die Frage. Du könntest mir natürlich hier locker auch nochmal mit dem hier wahrscheinlich nochmal eine Drohne rausnehmen. Ja. Na, das ist kein Problem. Die Poxwalker da hinten, jetzt mal ohne Witz, ich glaube, die werden vielleicht mit Mortal Wounds, mit Strategy, würde die vielleicht eintöten. Ja, ich habe 5er Phenopane dagegen. Auch dazu, ne? Ja. Mit Glück. Warum haben die 5er Phenopane? Wordbearer. Gegen Mortal Wounds, genau. Das macht keinen Sinn, aber ich will wenigstens hier auf einer Flanke vielleicht gut stehen. Deswegen gebe ich meine 2 Kommandopunkte aus und grätsch mit Morty einfach dazwischen. Das macht keinen Sinn. Nicht? Der Discolord kann nicht auf Morty hauen. Die Drohne... Ich könnte dann mit ihm auf Morty hauen, aber das ist dir egal. Die Drohne müsste quasi auf den Discolord hauen. Ja. Dann mache ich dir aber nichts. Weil bisschen. Du hast ja ein 2er Hose, ich ja, hab Schaden. Ja, du hast Schaden 2 gegen mich. Du rüstest aber auf eine 3 plus. Ja, ja, vielleicht klaust du mir viel Leben oder was, du hast zu übertragen. Ich muss es aber machen. Ja, dann. Irgendwie muss ich es machen. Ja. Wo ich dich auch nicht töte, ne? Ich töte ja, dich. Ja, Bruder, du machst mich schon mal behindert, ne? Ich hab ja nur 9, wenn du mir 4 klaust, bin ich halb tot. Ja, und sonst hat die Drohne halt wieder nichts getan, ne? Das machen wir. Ne, ich geb die Kommandopunkte aus. Jo. Und gleich explodiere ich noch und dann stirbt der Discolord daran. Genau. Machen wir so. Ne? Treffe ich den Discolord auf die 3. Ich wiederhole mal einen hiervon. Zack. 3 nicht. Oder 4 nicht. Die 3. Auf die 3. Einsen wiederholen. Das ist schon mal okay. 6 mal mit minus 1 dann effektiv. Dreier Schlüpper. Sehen. Alle, ja. Gut. Hat sich super gelohnt. Genau das habe ich nämlich befürchtet. Ja. Okay. Dann ist der besagte Discolord dran, würde ich behaupten. Ich darf nichts wiederholen, weil ich neben Morty stehe, ne? Genau. Er ist aber in allen Phasen, also explodieren die Sechsen, ist die Eins wieder dabei. Also in allen Gemetzelgeschichten.
Der hat nur Stärke 6, ist auf die 5 plus 1 Wounds auf die 4. Aber auch keine Wounds wiederholen. Zweimal minus 3 für 3. Also auf den Dämonenretter. Es geht einer durch, zwei Schaden. Zwei Schaden. Da kommt aber noch was, Leute. Genau, 4 Attacken Klingenglieder. 2 Treffer, also 3 Treffer durch die 6. Es ist ein bisschen vom Licht her natürlich nicht so pralle, aber ihr seht das schon, ne? Auf die 5, ne? 5, ja. Zweimal. Minus 2 für. Also minus 1 auf die 4. Gehen beide durch. Sind 4 Schaden insgesamt. Dann habe ich nur ein Leben. Ja, dafür habe ich auch noch was in der Hinterhand. Und zwar die Mechtentakel, 4 Attacken. auf die 5. Nichts. Solid. Hervorragend. Dafür habe ich 2 Kommandopunkte investiert. Ja. Dann darf ich zurück. Deine Besessenen, genau. Natürlich, ne? Das sind. Mal eben 25 Attacken. 26 hat ein Champion. 26. Oh nein, was ein Champion. 2. Du machst mir jetzt ganz schön viel Tor, das habe ich erwartet, aber meine Rache wird auch auf jeden Fall sehr grausam sein. Ist das so? Das ist so. So, wir setzen uns auf die Foxwalker, auf die 3, alles wiederholen, Workweaver. Ja. Einer nicht, ne? Zwei nicht. Zwei nicht. Oh nein. Oh nein. 24 Treffer. Ja. Auf die 3. Yep. Kann man leider nichts wiederholen. Machen die eigentlich ein oder zwei Schaden? Zwei Schaden. Minus 2 für 2 machen die auch. So, ich glaube, das ist schon ein Ding. Ich nehme die jetzt einfach mal weg. Ja. Ja? Ja. Okay, und dann kommen wir wieder und dann hau ich zurück. Jo. So, Morty kann ja quasi nur auf die Drohne hauen und die hat nur ein Leben, ne? Zwei, ich habe einen regeneriert. Was einen regeneriert? Treff einer nicht. Stärke 16. 6 Mal auf deinen Redder. Ja, ist ja gar kein Problem. Mit 3 plus W3 Schaden. Ist gar kein Problem. Ich würfel aber 6 5. Nicht ganz. Kaputt. Geht auf 5 oder höher hoch. Genau. Tut sie auch. Da doch. Ist die 6. Fällt mir jetzt nicht so gut persönlich. Macht die W3. Oh, meine Drohne explodiert dann natürlich auch. Explodiert meine Drohne. Ah, die hat nur noch einen? Ja! Oh nein! Ah, die macht dir nichts, ne? Nee. Das ist ganz schlecht. Das ist aber richtig gut. Okay, deine Drohne ist tot. Dann mache ich W3 für Morty. Einen natürlich nur. Einen. Jetzt kommt die 6. Nee. Verliert er einen? Sehr schön. Verliert. Dann mache ich W3 für meinen Discolor. 2. Schön. Da habe ich aber 5 mal für Pengi, weil ich einen Wordbeamer bin. Nein? Komm beide durch, hervorragend. Sachrabe. Ich glaube, du machst auch W3, ne? Nee, eine, habe ich gerade nachgeguckt. Okay, also kriegst du jetzt. Ne, du musst noch einmal würfeln. Ich darf noch einmal Pinopane, ja. Nee, herrlich, nicht. 3 Schaden schon mal, guck mal. Und dann noch W3 für mein, also einen für die, von der Drohne für die Kultisten und W3 von mir für die Kultisten. 3, klasse. Also 4. Ja. Das ist schön 4 Schaden rein. Ach, herrlich, Markus, es läuft. Du bin merkst jetzt, es nicht, aber es läuft. Bin jetzt ungeil. So, dann würde ich jetzt mal sagen, hat das jetzt mal geräumt, ne? Ja. Ich konsolidiere mit Morty nicht. Ne? Also ich bleib außerhalb vom Nahkampf mit dem Disco. Ja, du musst einen Moralwert-Test machen. Ja, ich überlege gerade, ob ich meinen Lord dich unterbinden möchte. Du hast ja vorher. Du hast ja zugeschlagen. Ich habe ja als letztes attackiert. Stimmt, darf ich genau. Ja gar nicht, weil meine Drohne du kannst, ja. Du bleibst dich, da. Ne? Genau. Genau. Du musst hier einen Moralwert-Test machen. Ja. I'm afraid. Yes. Den du verpatzt. Ja. Dann hab ich das noch. Gib mir Punkte. Auch wenn das nicht in deiner Runde ist. 5 Leben noch? 5 noch. Geh noch 2. Geh noch 2. Sehr, sehr schön. Gut. Wir rechnen mal kurz die Punkte aus. So, der Spielzug ist zu Ende. Du hast wieder gut Punkte gemacht, ne? Genau, ich habe überall gepunktet.
Du bist an allen Fronten. Bin an allen Fronten für 2 Punkte. Ich habe keine Gefangenen gemacht für 3 Punkte. Für die dunklen Götter habe ich das zweite Mal erledigt. Nochmal 3 Punkte. Und ich habe die missionsspezifische Mission gemacht für 3 Punkte. Aber auch ich krieg Punkte. Genau, du hast, weil meine Kultisten ihren Moral verkackt haben, kriegst du 2 Punkte. Hervorragend. Ja. Läuft, ne? So, und dann ist deine Runde, du hältst einen Marker, kriegst du 4 Punkte. Genau. Ja. Nächste Runde Deskard, ne? Dämon Primarch, doch so heißt die Regel. Ja. Vom Mortarium geht wieder auf sich selbst, alle Treffer wiederholen. Die Blightlords sind nach vorne. Mit dem Schlauchmann, ne? Der Hexer hinterher und der Lord of Contagion hat sich so ein bisschen abgespaltet, hat gleich einen Charge, einen relativ kurzen Charge, weil er den Krater ignoriert auf die Spinne. Ne? Jo. Hier habe ich mich ein bisschen ausgespreadet, die Chaosbrut screamt auch ein bisschen mehr. Dann sind Deathshorts gekommen. Einmal hier, 9 Zoll zu den Besessenen und einmal hier. Es scheint so ein bisschen wie vergeudet. Ne? Ja. Die Deathshots sind hier gekommen, die können gleich, es sind übrigens noch 3 Kultisten. Ne? Oh, das ist fair, 3 Kultisten gegen 3 Deathshots. Genau. Die kann ich sogar erschießen, wo ich ja eigentlich, soll ich lieber einen Charge versuchen. Eigentlich ja. Obwohl das nicht mein Marker ist dann. Wenn den Charge verkackt, ist meiner, ja. Das ist richtig. Das ist so ein bisschen, das ist ein blöder Zwiespalt. Ne? Mortarion ist stehen geblieben, weil ich brauche den gleich, um den Discord wegzumachen. Ja. Der muss da bleiben. Ne? Gut. Wir müssen auch diesmal auf jeden Fall besser zaubern, Markus. Nö. Wir müssen auf jeden Fall besser zaubern. Morty macht auf sich. Mir ist mal der Pistil. Ja. Das kommt mir noch nach. Macht er. Ne? Dann habe ich ihm noch einen anderen Spruch gegeben, den ich natürlich gerade vergessen habe, weil ich sehr schlecht vorbereitet bin. Ich habe ja eigentlich fast alle Sprüche dabei, ne? So, der hat noch Gift of Contagion, das ist die 2, die Gabe der Verseuchung, Stärke und Attacken. Mache ich mal einfach auf die Thermis, genau. Mhm. Gabe der Verseuchung auf die Thermis. Jo. Kommt nicht. Sehr schön. Gut. Warum halten wir uns auch mit blöder Hexerei ehrlich, auf? Ehrlich, ne? So ein Quatsch. Dann mache ich den Fluch des Aussätzigen auf die Terminatoren. Das kommt. Mit einer 11. Ja. Das bedeutet 7 Würfel. Ja. 7. Du bist in meiner Contagion-Reichweite. Das heißt, wir schon 3. Ich habe alles über auf 4 oder höher macht, mache ich morgen. Mhm. Hat Hummer? Nee, ist Profilwert. Fluch, Widerstand. Höher als der Widerstandswert. Widerstandswert ist das Profilwert. Okay. Nicht der modifizierte. Ah ja, okay. Also 5 oder höher tödliche Wunden. Ja. Guck mal, 3 dabei. 3 Stück. Feel no pain wegen, weil du. Wegen Zauber und Wordbearer. Wordbearer. Natürlich, hinten. Natürlich. Aber der hinten hatte nur noch einen. Ein Thermi ist schon mal tot. Hervorragend. Und dann machen wir einfach noch den Seuchenwind, meine Damen und Herren. Genau, und du kriegst W3 tödliche wegen meinem, wegen hier meinem Sevenfold Blessing. Stimmt, ja. Eine. Die halte ich. Jo. Ja, gut. Dann mache ich, wie gesagt, den Seuchenwind. Ja. Kommt. Mhm. Mit einer 9. Das ist schön, denn der Seuchenwind macht jetzt bei einer 5 oder höher eine tödliche. Ja. Für jedes Modell der Einheit. Du hast noch? 8. 8 Stück. Gut. 5 oder höher? Mhm. 1, 2, 3, 4, 5 Mal. Markus. Auch die 5. Natürlich 3 Fünfen. Du ja, fängst schon wieder an, ne? Und das sind aber keine Zinswürfel diesmal. Und nochmal W3 tödliche. Nochmal eine. Sehr schön. Noch ein Termin. Noch ein Termitor. So wollten wir das eigentlich, Markus. So hatte ich das eigentlich geplant. Nö. Also nö. Gut, dann kommen wir zur Schussphase und Morty schießt einfach mal mit der Laterne. Mit der Laterne auf ihn. Warum? Okay. Ja, ne, ich schieße auf ihn. Ja. Auf die 2. Trifft. Auf die 2. Verwundet. Auf deinen Räder. Glaube ich. Ja.
Plus 4 macht die Laterne, oder? Irgendwie so. Gerettet. Hallo, gerettet. Gut. Dann kommen wir mal zu den Terminatoren, von denen ja noch alle leben, ne? Mhm, außer GZP't. Genau. Dann schießen wir komplett auf deine Thermis. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Das ist der letzte. Ist der schon tot? Hab ich einen umgebracht. Dann ist er wahrscheinlich schon verrückt, ne? Steht der da drin? Ne, das steht nicht da drin. Doch, da steht noch einer. Okay. Doch, genau. Der kann auch nicht sehen. Doch, der kann doch sehen. Doch, da ist ein Fenster. Richtig. Perfekt, perfekt. Wir fangen an mit den Plague-Werfern. Ja. Du hast Transium to Hit. Yep. Auf die 4. Yep. Einsen wiederholen. Nicht Nein, wiederholen. Nicht wiederholen. Wofür habe ich den eigentlich eingepackt, den Typ? Das weiß ich nicht. Auf die 2. Hm. Das darf ich wiederholen. Plague-Werfer. Einmal mit minus 1 für 2. Ich habe noch einen im Gelände. Einen hast du noch im Gelände. Gut. Dann habe ich 8 Thermis, 32 Schuss, das mache ich eben off-cam, auf die 4. Ja, du hast 2 Flegel, also. No, genau, noch weniger. 24 Schuss. Ja. So, jetzt wird hier noch geschossen. Ich muss, also, haben wir was, wir haben noch gar nicht gesagt, ne? Die Thermis haben gar nichts mit dem Boltern gemacht, du hast alles gerüstet. Alles gut. Ne? So, und jetzt ist hier die Frage der Frage. Diese Deathshorts sind in 9 Zoll zu den Chaos-Kultisten, ja, und können natürlich angreifen. So, ich kann die aber auch erschießen mit 4W6 Stärke 3 Schuss. Ne? Ja. Und dann komme ich aber nie auf den Marker. Oh. So, ich muss diese Chaos-Kultisten aber töten, damit der Markus nicht mehr hält. Ja. Und deswegen erschieße ich sie. Ja. Also du hast jetzt 4 ein, oder? Nee. Sag doch nicht sowas. Doch. Das ist hervorragend, das sind 16. Perfekt, knapp. Dann nehme ich genau die nicht, weil ich 20 Würfel mitgebracht habe. Ich verwunde dich mit Stärke 3 auf die 3, weil du in meiner Verwesungsreichweite von Mortaria bist. Und dann auf die 2. Ich bin ein Kultist, ich habe schon 3 Profile. Ja, aber ich habe Stärke 3. Ja, ich habe in Verwesungsreichweite habe ich wieder 2. Ja, aber dann verwunde ich dich auf die 3. Ja. Genau. Nicht auf die 2. Verwirr mich nicht. Auf die 3, 1 wiederholen, keine 1 da. Ja. Du hast minus 3, ne? Ne, mit minus gar nichts. Ach so, dann kann ich das ja schaffen. Das sind 9, 11. Easy. 11 mal auf deinen Rüster. Oh, knapp. Da sind sie tot. Gut. Haben wir das schon mal. Meine Terminatoren da hinten machen genau dasselbe, schießen aber auf die Höllenspinne einfach. Okay. Ich will jetzt nicht genau einen töten, damit wir den Charge länger machen. Ja. Ne? Das sind mehr. Das sind 16, 18. Aber ich verwundere dich hier nur auf die 6. Mhm. Die muss ich nur nachmachen. Was ist? 2? Contagion. 2. Kein Minus. Geht einer durch. Geht einer durch. Hervorragend. Gut, dann sind wir durch mit Schießen. Und dann wird gecharged. Mhm. Hier bin ich raus. Das ist weiter als 12, ne? Würde ich behaupten, ja. Das ist so, ne? Ich greife hier deinen Discolord an. Mhm. Klar. Ne? Klar. Wollen wir uns gar nicht so weit wegbewegen? Ah, ich gehe dann doch auf den Marker. Mhm. Das müssen wir jetzt machen, wo keine Kultisten mehr da sind. Ja, und dann hier. Brauchen wir die 9. Da ist die 10. Easy. Das ist schlecht. Das ist wirklich gut, ne? Muss man mal so sagen. Ja. Der Lord of Contagion auf deine Spinne. Das reicht nicht, oder? Doch, da ist du, eine 5. Du ignorierst das ja, ne? Der war unter 6. Ach ja, richtig. Der war unter 6. Stimmt, du bist ja eine Death Guard. Richtig? Ja, und dann habe ich noch ein Charge, ne? Ja, das brauchst du eine 3 oder was? Knapp. Eine 4. Reicht auch. Ich würde die bauen. Und nur damit ich mal gewürfelt habe hier, das reicht nicht. Nee. Bis gleich. So, es gab keine heroischen Interventionen und ich bin mit denen als erstes tatsächlich reingepeilt, damit ich an den Marker komme. Weil der 10er Chart hat mir das einfach jetzt erlaubt. Ja. Ich haue mit dem großen Profil auf deine Besessenen. Ne? Treffe die auf die 3, weil ich da einen abziehen muss. Das ist gut. Verwunde ich auf die 3. Ich bin schon 5. Stärke 7. Also wieder schon 4 auf die 3, ja. Eins wiederholen, keine 1 da. Wieder Wurf. Das sind 9 mal mit minus
Ja, was macht denn jetzt das Minus? Was macht denn jetzt die große Attacke Minus? Zwei, und minus 3. Also ja, minus 5 Retter, 2 Schaden. Haben wir 4 gerettet. Einer das ist auch tot. Wieder hervorragend. 2 Toten, einer hat noch ein Leben. Gut. Damit muss ich leben. Ich hätte gerne 3 getötet, aber was soll man machen? Gut. Möchtest du dazwischen grätschen? So, dann muss ich jetzt mal eben kicken. Na, du hast hinten. Die Spinne tötet dich nicht. Der Discolord tötet Morty auch auf keinen Fall. Ich mach dir einen Schaden. Ich hab zwar ein paar Attacken. Ich mach dir einen Schaden. Ich könnte mit den Thermis. Aber was machst du mit denen? Ist auch innerhalb von 9, darfst keine nichts wiederholen. Ist schwierig, ne? Dass du so ist gelogen, wenn ich kein Angreifer bin? Ich glaube, das ist überhaupt ist genauso nicht wert, wie ich vorhin dazwischen gegrätscht habe. Ich habe noch so 4, 6, 7 Thermis. Der Hinter wird wahrscheinlich nicht hauen. Der wahrscheinlich auch nicht. 5. Weiter geht's. Der Lord of Contagion haut jetzt zu. Markus gibt den das Strategy minus 1 Schaden auf. Das könnte reichen, damit du am Leben bleibst. Ne? Ich hoffe. Treff dich auf die 3, muss einen abziehen. Oh, ja, so, so schon mal gar nicht. Ne? Auf die 3. Eine Wunde. Minus 2 effektiv. Ja, Dämonenretter. Geht durch. Zwei Schaden. Einen, weil ich minus 1 Schaden habe. Achso, genau, du hast einen Schaden. Dann hat er noch 2. Jo. Gut. Dann würde ich sagen, weil du ja da zuletzt zuschlägst, gehe ich mit Morty einfach mal in den Ring. Mhm. Und Morty macht natürlich seine großen Attacken. Ja. Ne? Wiederholen. Oh, blöd Mann. Auf die 2. Ich nehme 2 neue Würfel, so wird es das Tabletop-Gesetz. Oh, ja, fünfmal. Fünfmal minus 3 effektiv. Aber das ist ja mit dem Mal Siege, mein Freund. Ja. Ich muss einen rauslassen. 20 brauche als Würfel. 4 Ritter. Wegen Gaze of God. Warlock Trade. Ist einer verkackt bis jetzt. Und den ignorierst du. Den würde ich erstmal ignorieren, weil mal ist Ziench. Also ist nichts passiert. Ne, ich habe noch einen offen. Einen so. Offen und ich habe noch 6 Leben. Das heißt, du könntest mich töten, ja, wenn der letzte durchgeht. Das heißt, ich würfel den und überlebe das. Der geht schon mal runter von der Platte. Sehr schön. Der ist nicht gerettet. Dann hast du einmal 3 plus W3. Mach keinen Scheiß. Hier, auch nochmal pusten. Boah, da lebe ich. Gebe ich dann einen aus? Ja, ich gebe einen aus. Ich will den Markus ärgern. 5 oder 6? Nee. Ich lebe. 5 Schaden. Sehr schön. Ich hab noch einen Punkt. Du retten kannst du mit diesen Würfeln ja effektiv mega das gut, ne? Zinschwürfel auf Zinschmodellen ist einfach gut. Und jetzt wird hier reingepeilt. Jo. Fangen jetzt erstmal an mit den Thermis. Ne? Ein Pflegel kommt definitiv nicht in den Nahkampf, einer schon und mit dem fangen wir an. Jo, auf die 4. Nichts wiederholen. Auch das ist es auf den Nahkampf? Ja. Auf die 3, einen wiederholen. Einmal, zweimal mit minus 1 effektiv. Für 2. Wir haben übrigens den Schlauchmann in der Schussphase noch nachgeholt und ein Thermi hat noch ein Leben, ne? Genau. 2 minus 1, 3er Buchse. Safe. Safe. Gut, dann habe ich hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mal Thermis. Jo. 8 mal 3, 24 plus Champion sind 25 Attacken. Jo. So, muss ich noch 5 nachmachen. Auf die 4, ich darf nichts wiederholen. Dafür habe ich extra diesen blöden Lord of Contagion eingepackt. Den hätte ich mir komplett sparen können, den Hansel. Ja. Ich muss sagen, der Priester ist heute sein erster Test, gefällt mir gut. Auf die 3 wegen dieser Rune, ja, ne? Und Vorrundungswürfel oben. So, das sind 5 hinterher, ne? Genau, die müssen noch treffen. Trifft aber nur einer. Mhm. Auf die 3, ja. Das super. Sind dann 9 mal mit effektiv nur minus 1 und 1 Schaden. 6, 8, 9. Auf die 3. 2 Einsen. Gut. Ne, 3 durch. Gehen 3 durch. 5 auf Hinopäen durch den Zauber. 2 Lebenspunkte weg. Stirbt ein Thermi. Einer verliert einen.
Das ist ja nicht so berühmt, ne? Nö, aber ich glaube, ich mache dir ungefähr genauso viel. Richtig. Dann habe ich noch den Schlauchmann. Jo. Der trifft natürlich alles. Ja, klar. Auf die 3. Einsen wiederholen. 4-mal kein Minus. Mehr Schaden als die Termine. Und jetzt 4-1. Ja, das wär's. Nee, gar nicht. Gut. Ja, ich habe nicht so viel gemacht, ne? Ich habe Glück gehabt. Du hast Glück gehabt, ja. Ne? Gut, dann darfst du natürlich zurückkloppen. Genau, dann kann ich ja eigentlich einfach der Warte Reihe mal, nach. Du hast, was haben Themis für Moralwert? 9, ne? 9. Ich gebe mal einen Moral, ich mach das mal. Macht das was? Ich gebe einen Kommandopunkt auf für Brecht ihren Willen. Was macht das? Und zwar für minus 4 auf Moralwert. Okay. Weil ein Termin Schaden gemacht hat. Weil ich mache dadurch ja Siegespunkte. Stimmt. Mhm. So. Ja, ich hau erstmal zurück. Genau. Fahren wir hier beim Discolord gegen Disco Pogo. Der hat ja keine Waffe. Also die normalen Attacken auf Morty. Ich treffe dich auf die 2, keine 6 leider. Erstmal hat der, hab ich anbekommen. Ne? Hast du an? Ja. Okay, dann treffe ich auf die 3, treffe trotzdem alle. Genau. Hab Stärke 6, du bist leider kein Fahrzeug, auf die 5. Oh, der ist gut, 3 dabei für minus 3. Also minus 2 auf mein Wetter. Sind 2 durch. Ja, sind gegen dich ein Schaden. 5er 400 Pain. Mhm. Ein Schaden. Hat Morty 3 bekommen. Dann 4 Attacken Tentakels. Wieder keine 6. Wiederholen darf ich gegen dich leider nicht. Ein Treffer. Ein Treffer nur. Auf die, auch die 5 Stärke 6. Nichts. Und dann haben wir noch 4 Kax-Attacken. Eine 6 dabei, dann treffen 4. Jo. Auf die 6, weil Stärke 4 nur. Nichts. Nichts. Gut. Okay, so. Dann haben wir Thermis. Die sind alle gebased, die sind rum. Das wird auch eine ewige Sache, glaube ich. Ja, 5, 4, 5, 6 Thermis haben wir noch. 6 mal 4, 24, 25 in Champ. 11, 25. Ich bin in 9 Zoll, ne? Da habe ich nichts geholt. Genau. Ärgerlicherweise, da habe ich 3 nur. Scheiße, Morty. Ich dürfte alle treffen. Du hast aber einen sehr guten Treffer gehabt. Und da kommen natürlich. Ne, 6 hast du noch nicht. Ne? Doch. Ne, stimmt, wir sind nicht in leider noch nicht in Runde 3. Sonst wären halt mal eben 6 dabei. Stärke 5 habe ich, auch die 4. Auch gut, würde ich grob behaupten. Da sind einige raus. 2, 4, 6, 8, 9 mal minus 3 für einen. 9 mal minus 3, das heißt, ich habe meinen 4er Rettungswurf. Dann ist ja, guck mal, einer tot. 4 tot. 4 Lebenspunkte kommen durch. Nicht schlecht, ne? Oh. So, dann ist er tot. Und ein weiterer hat noch 2 Leben. Dann nehme ich mal den hier. Er hat einen Schaden bekommen, genau. Ja. Dann hast du da hinten noch die Nacke. Genau, die Spinne auf den Lord of Mentation, 6 Attacken. Ich treffe dich auf die 3, den treffe ich normal, ne? Genau. Leider wieder nicht Runde 3. Weckt wir schon? 5 oder 6 auf jeden Fall auf die 3. Ich meine, ich habe nämlich nur Stärke 6. Du steckst sie. Ja? Ja. Gut. Dann 4-mal minus 3 für 2. Rettungswurf? Alle. Safe. Macht er einfach. Dann haben wir Besessene, 3 an der Zahl. 1. 16, ne? Ja. Mit Champion. Auf die Death Shrouds. Ach, der Wendung kann man jetzt alles wiederholen. Der hat sehr gut getroffen. Die dürfen uns alle Treffer wiederholen. Und ich hab Angst ein bisschen vor der dritten Runde, wenn die 6 im Nacken explodieren. Das kommt jetzt. Auf die 4 Stärke. Oh, der ist schlecht. 5 mal nur. Minus 2 für 2. Also minus 1 ja. Auf die 3. Völlig 2 Leben. Gut. Du Markus, damit kann ich leben, damit muss ich leben. Ja. Moralphase. Genau, minus 4 hast du gesagt, ich kann nicht. Und ich habe noch einen getötet, ne? Ne, du hast wie viel? Du hast 2 verloren, glaube ich, diese Runde.
Ja, einen mit Schuss und einen im Nahkampf. Mhm. Also minus 6. Eine 3, ich weiß nicht, ob der dunkle Apostel 10 hat, weil der darf seine Moral benutzen. Ja. Also auf die 4. Safe. Das ist auf jeden Fall safe. Leider. Leider safe. Gut. Sehr schön. Ja. Die haben 2 verloren, die müssen. Dafür, nicht. Dass ich so viel Charges geschafft habe, ist nicht viel passiert, ne? Ja. Habe ich 7 Modelle getötet diese Runde? Nein. Du hast die Kultisten erschossen. 3, 4, 5. Genau 7. Okay, dann krieg ich wenigstens einen Punkt, ne? Oder 2 sogar. Ja, du hast ja alle mit Plague-Werfen gekillt. Auf jeden Fall. Genau. Dann kriegst du dafür 2. Moral habe ich geschafft, kriegst du dafür keinen. Ja, genau, also 2 Punkte für die Rektoren. Du hast einen Marker erobert, der dir nicht gehört hat, sind nochmal. Genau. Das sind 2. Ich habe die Einheit aber nicht getötet. Genau, das sind 2 Punkte für den direkten Angriff oder wie das heißt. Ne? Ja. Und ich habe hier natürlich meinen Marker verseucht für 3. Habe ich gar nicht erzählt. Ne? Genau. Gut. Aber läuft irgendwo. Ne? Also wir haben ganz viele Punkte geholt. Du hältst einen Marker. Das ist gut. Für 4 Punkte primär. Dritte Runde, Partyrunde, ne, von den Wordbearers. Yes. Du bist auf 2 CP hoch, ich habe 1. Und du bist hier zurückgefallen. Genau, die Spinne ist zurückgefallen. Die Besessenen sind auch zurückgefallen, damit gleich dahinter, hier. Genau. Dahinter. Der Bassblaster ist auch hier rübergegangen. Hier ist noch ein Bassblaster, damit ich gleich hier die Dashboards Bassblaster servieren kann. Hier sind die Warpkrallen gelandet. Die wollen gleich die Poxwalker chargen. Und der Disco Lord wird hier den Rest von den Dashboards über snacken. Der Master of Execution will hier die Thermis angreifen, außerhalb von 3 Zoll zu Fight Last von dem Schlauchi. Und der. Hier bist du auch ganz feige zurückgefallen. Ganz feige zurückgefallen vom Disco Lord. Ich umkämpfe den Marker, er kann mich nicht heroisch intervenieren. Braucht gleich einen 8er Charge mit den Dashboards oder Morty versucht sein zweites Glück. Der Priester hat wieder Transhuman to Hit auf die Thermis gebufft. Mein Zauberfreund ist immer noch außerhalb der Bannreichweite von beiden Zauberern und macht wieder 5er Pino Pain auf meine Thermis. Gut. Die 6, solide mit einer 11. Passt. So, dann fangen wir an mit die Bolter auf Morty, der Bassblaster auf die Dashboards. Aber du machst mit, bist nicht in 4 Schaden Flat Reichweite, ne? Genau, deswegen der zuerst, weil der weiter weg ist, der braucht nur 2 Schaden. Bewegt auf die 4, schwere Waffe. Ein Treffer. Auf die 3, Stärke 8, leider nicht. Und dann haben wir hier. Was habe ich gar nicht gemessen? Habe ich überhaupt eine Beute? Stück für Stück ist Morty-Glück. Ne. Okay. Dann. It's a Pickle Morty. Nee, I'm a Pickle Morty. Hier bin ich in kurzer Reichweite. Und ich komme auch mit allen Beutern dran. Hat er wieder nicht gemessen vorher, ne? Nee. War grob geschätzt, aber passt. 8 Schuss Beuter auf die Dashboards. Ich bin dritte Runde, explodieren Beuter nicht mehr. Auf die 5. Eine Runde. Schäf. Dann Schäf. Der Bassblaster auf die 3. Ein Treffer wieder. Enttäuschend. Keine Runde. Enttäuschend nicht sehr. Markus, das kann auch mal so weiter. Du kannst auch einmal nicht gut würfeln. Ja, aber die Bassblaster gar nichts machen, ist kacke. Der Flamer auf die Dashboards. Guck mal. Boah. Das sind 7 Treffer. 7. Auf die 3. Das sind 4 Wunden. Minus 1 für 1. Einer geht durch. Hat er noch ein Leben? Nur ein Leben. Unglücklich. Das war aber schon meine komplette Schusspower. Ja, das stimmt. Oh. Das ist jetzt nicht gelogen, weil du hier zurückgefallen bist. Ja. Wir fangen direkt an hier mit den Warpfallen auf die Poxwalker. Wir brauchen eine 9. Das reicht nicht. Die haben wir nicht. Da gönnen wir uns unseren 1 von 2 CP. Ja. Korn Willis. Nee, Willis doch nicht. Discolord brauche ich eigentlich nicht würfeln. Der geht rein. Dann geht der hier rein. Der geht auch da rein.
Das war's. Und das war's, ne? Das war's. Du hast noch ein CP, du kannst mich unterbrechen. Ich kann nicht unterbrechen. So. Weil ich dieses tolle Strategy für minus 4 auch auf Moral gespielt habe. Richtig. Ich hätte es auch einfach da spielen sollen, übrigens, ne, wo nicht dein Chef steht. Ja. Und dann hätte ich das geschafft. Ja. Ich bin trotzdem 6 Zoll. Das Kamera und Walmer spielen übrigens. Ich bin trotzdem in 6 Zoll, das konnte ich nicht unterbinden. Das heißt, ich bin nicht Angreifer. Ich habe trotzdem Fight First und du hast Fight Normal, habe ich zuerst, so richtig? Ja. Richtig. Aber ich glaube, ich töne trotzdem mein Elixier, weil du auf jeden Fall zurückhauen wirst. Den musst du machen, sonst habe ich dich tot. Genau. Ich habe 6 Attacken im Profil. Ich habe 7 wegen meines Water Trades plus W3 durch das Elixier. Natürlich 3. Weil du Kornwürfel nimmst. Weil ich Kornwürfel nehme, bei einem Slanisch-Modell. Genau. Hätte das gedacht. Ich darf nichts wiederholen, weil ich nicht angegriffen habe. Auch die 2. Keine 6. Hat doch eine 6, sind 2 Mortals. Ja. Und ein Zusatztreffer. Ich habe Stärke 9. Warum hast du Stärke 9? Der hat Stärke 7 so, ne? Stärke 8 habe ich, richtig? Okay, auf die 3. Also Stärke. So oder so auf die 3. Genau, Stärke 4 im Profil. Du hast nicht Stärke 10. Plus 1 durch den Water Trade, plus 3 durch die Waffe. Stärke 8. Ich bin auch nicht am Charaktermodell, da habe ich das ist hervorragend, ne? Nichts wiederholen. Dann habe ich 8 mal minus 3 für 3. Also auf die 2, ne? Auf die 4. Ja. Minus 2. Das war Schnitt. Kann ich mich nicht beschweren. Oh. Jetzt machen wir es eins. So, 2 Schaden, einer tot. Ne, 1 Schaden, ne? Genau. Ich mach 3 Schaden. Du machst. Ne, 2 Schaden meine ich. Ich mach 3 im Profil minus 1. Ich glaube, du machst 2 Schaden. Ich guck. Und er macht wirklich 2 Schaden. Das heißt, 4 sind durchgekommen, einer ist tot. Dann ist jetzt noch einer tot. Yep. Der hier. Und dann kommen 2 Mortals. 2 Mortals. Ja. Rein. Dann kriegt das einfach hier der Äußere mit, den, mit dem Plaguewerfer. Gut, haben wir es ausklammert. Ist ja wichtig. Yep. So. Ich kann nicht unterbrechen, feel free. Feel free, okay. Dann hat der noch einen Lebenspunkt. Dann fange ich an mit den kleinen Bob-Attacken. Treffen alle. Auf die 5, Stärke 4 nur. Einmal minus nichts. Es kommt die 1. Achte. Nee. Der hat Flaps aus bei, ich darf Wunden wiederholen. Noch einen und eine Mortal wegen Flaps aus bei. Der ist aber er leider schon tot. Gebe ich da meinen letzten CP aus. Nee. Mach ich nicht. Gut. Die genau, Mortal kommt ja zum Schluss. Genau, die Mortal kommt zum Schluss, halte fest. Mehr. Eine Mortal. Dann habe ich noch. Dann haue ich mit der Hauptwaffe zu. Auf die 2. Alles wiederholen, treff alles. Keine 6, sehr gut. Auf die 3. Ich darf alles wiederholen. Wegen dem Water Trade. Des Water Trades. 4. Sind 4 mal plus noch ein Water. Auf den Retter, ne? Auf den Retter, ja. Minus 3. Ja, 2 Schaden, ne? Ne, macht 3 plus W3. Dann müssen wir jetzt würfeln. Okay. Ne, Quatsch, du hast ja 2 tot. Ich hau 2 plus, du hast 2 Mortals. Du hast die einfach tot. Ja. Boah, das war heftig. Das war heftig. Da habe ich jetzt nicht mitgerechnet, dass du die einfach wegmachst. Disco Lord, sag ich doch. Gut, und ich würde sagen, ich palme mal da rein und hau zurück. Ja. So, jetzt wird erstmal zurückgepflegelt. Ja. Ja? Und zwar haue ich jetzt den Master of Executions tot. Nee, dann, du kannst ihn nur 3 Lebenspunkte. Den kann ich nur 3 nehmen. Dann haue ich natürlich nur mit einem Pflegel auf den. Das macht ja sonst gar keinen Sinn. Ja. Gegen den darf ich was wiederholen, ne? Ja. Aber es ist nicht 6 Zoll, deswegen darf ich, ich stehe nicht in Mortys Aura. Ja. Auf die 2. Alles verwundet. Minus? Minus 1, effektiv. Minus 1, also 4 Rüstung. Gehen 2 durch. Macht wie viel Schaden? 4 Schaden. Also 3. So, nächster Pflegel in die Thermis. Mhm. Auf die 4 leider nur, ne? Yep. Aber wenn Deskart auch mal solche Sonderregeln bekäme, ne? Oh. Eisen wiederholen. Müsste der Pflege werden, ne? 3 Wunden mit minus 1 für 2.
Dreier. Safe. Alles safe, das ist super. 1, 2, 3, 4, 5. 15, 16 Attacken. 16 Attacken. Auf die 4 leider nur. Nichts wiederholen. War okay. Verwunden Stärke 6 auf die 2, ne? Ja, auf die 3 wegen der Rune. Yep. Eins wiederholen. Das sind 5 mal mit minus 1. 5, 3. Geht einer durch für einen Schaden? Ja. Habe ich ihn angeknabbert? Ja. Oder? Da ist nicht ein Würfel. Ja. Das ist tot. Ja, das ist alles nicht so berühmt, ne? Also wenn der Master auf Executions nicht da gewesen wäre, hätte ich gesagt, ich glaube, wir kämpfen da Ewigkeiten. Das stimmt, ja. So. So habe ich natürlich gerade verkackt. Er müsste natürlich hier in 1 Zoll sein. Dann würde ich mit den dreien auf deinen Schlauchi hauen. Und die zwei auf die Thermis. Gut. Dann haben wir 1, 2 mal die Thermis auf die dreien. Das jetzt auf die Thermis? Ja, auf die 3, ne? Genau. Und auf die 4. Sind 4 mal minus 3 für eine. Rettungswurf? Einer tot. Sehr schön. Beziehungsweise der hier hatte schon ein Leben verloren. Und dann kriegt der hier noch 2 Schaden, ne? Jo. Drei Freunde inklusive Champion auf deinem Schlauchi. Ja. Auf die 3. Ich bin in Runde 3, ist mir gerade mal aufgefallen. 6 explodieren. 4 wieder dabei. Hat auch wieder schon 5, ne? Ja. Auf die 4. Oh. Oh. Einer. Niemand haut auf den Schlauch, Mann. Der geht aber durch. 11 Attacken, eine Wunde auf die 4. Der geht aber durch. So, dann haut er noch zurück und dann ist jetzt der Spielzug von dir zu Ende, ne? Ja. Ich hau natürlich auf die Thermis. 2 Treffer. 2 Runden wieder. Frecher Typ. Safe. Gut. Machst du Punkte? Ich bin engagiert an allen Fronten. Er leider noch nicht komplett in dem Viertel. Ich muss ja 6 Zoll weiter drüben sein. Sind 2 Punkte. Keine Gefangenen mache ich. Ein paar. 9, 12. Ja, ne? Genau. Und für die dunklen Götter habe ich nicht gemacht. Ich habe aber einen Marker erobert, der mir vorher nicht gehörte. Das sind 3 Punkte. Gut, ich gehe jetzt in meine Runde. Ich halte 2 Marker und kriege dafür 8 Punkte. Genau, wir können vielleicht noch sagen, am Ende der zweiten Runde stand es 22 zu 18 für die Chaos Space Marines. Richtig, also ziemlich gleich auf eigentlich. Ja. Ich hoffe nicht, dass es kippt, dafür muss ich jetzt was tun. Dritte Runde, der Death Guard beginnt mit Morty und seinem alles wiederholen auf sich selbst. Ne? Normalerweise brauche ich ihn hier, weil das ist ein 8er Charge. Ne? Der muss natürlich weg. Ja. Aber wenn ich jetzt nicht in die Mitte gehe und da helfe, verliere ich das Spiel auf jeden Fall schon mal primär. Ja. Das ist einfach so. Ne? Genau, Morty ist nach da gegangen, hier bin ich im Nahkampf geblieben, der Zauberer. Ich könnte ja hier zurückfallen, ne? Ja. So, fall dahin zurück, damit ich bei den 3 Zoll habe. Hervorragend, so mache ich das. Der Zauberer muss die Spinne töten, ne? Der Contagion Lord muss versuchen, die Bobkrallen zu binden, ne? Und hier mit den Boxwalkern bin ich auch ein bisschen reingegangen. Vielleicht kann ich im Nahkampf noch einen Lebenspunkt wegmachen. Den letzten Glück. Ja, ich bin auf 2 CP, ich kann auch Mordwunds für die anmachen, was ja gar nicht so schlecht ist. Ne? Ja. Und die sind natürlich 5 Zoll rangegangen, damit sie einen 8er Charge haben. Und die Chaosprobe, vielleicht wird die Chaosprobe noch töten. Vielleicht. Vielleicht. Ne? Psi-Phase. Morty macht. Morty macht einfach mal. Erstmal auf sich selbst. Aha. Kommt nicht. Gut. Und er macht einen Smite. Mach ich. Den kann ich bannen. Auf deinen Chef da. Ja. Bann ich natürlich. Nicht. Für? Ich sehe es nicht. Eine 1. Für eine 1. Einmal Wordgiver. Schon mal ein Leben. Das einer schon mal, von den, ne? Freunden hier, ne? Genau. Dann mache ich hier auch einen Smite. Mhm. Kommt mit einer 7. Schade. Für?
W3 und der Pestilenz Fallout also für 5 Mortals. Insgesamt, ja. Bin ich kaputt? Ne, ich hab noch. Ne, hast noch einen. Einen habe ich noch. Boah, ey, kannst du nicht mal weniger 5 Würfel? Oh. Jetzt muss ich, muss ich den Curse of the Leper machen und mit 7 Würfeln über deinem 6 Würfeln gegen deinen Widerstand, ne? Musst du drüber sein, weil dann kannst du nicht drüber sein. Dann muss ich Plague Wind machen. Dann kannst du drüber. Dann kannst du auf was du. Dann hast du einen Würfel drüber. Ein Würfel für eine 6. Ja, ist egal welchen Zauber noch. Ein Pestilent Fallout machst du W3. Stimmt. Du brauchst eine 7. Dann mache ich jetzt, dann mache ich den einfach, ne? Macht man doch dann so, ne? Ja, dann, weil du machst ja eh, weil du den Warlord Traitors auf 6 Zoll eine tödlich auf jeden Fall, wenn du den Zauber genau. schaffst. Genau, Flucht des Aussätzigen. Doppel 6, solide. Gut. Da kann ich nicht drüber würfeln, aber ich mache W3 tödliche für dich. Wegen dem Warlord. 3. 3. Stirb, Spinne. Look at this. Safe. Ich brech zusammen. Ich brech zusammen und ich krieg selber auch wie 3. 3. Ey, durch sowas verliere ich hier. Durch sowas, das bin typisch ich. Ich verliere durch sowas immer Spiele. Ja, gut. Da kannst du nicht mit rechnen, ne? Nee, das war bei unser letztes Spiel auch schon so. Schieße ich mit Morty. Ich glaube, ich werfe die Phosphex-Bomben. Okay. Oder? Ja. 6 Zoll sind es nicht zu deinen Kultisten. Könnte. Ne? Könnte. Nee, sind, reicht nicht. Ja. Aber du kannst hier auf die. Nee, auf die Zauberer Marines auch nicht. Du kannst nur auf den Apostel oder die. Dann schmeiß ich auf die Phosphex-Bomben. Die Noise Marines. Die Noise Marines. Mit 3 Schuss. Mein Gott. Geil. Auf die 2. Auf die 3. Eine Wunde mit keinem Minus, glaube ich. Erbärmlich. Safe. Also, das ist, wenn ich keinen Schaden mache, mache ich keinen Schaden, ne? Das ist einfach so, Leute. Was soll ich tun? Ich glaube, der Plan war nicht schlecht. Ja. So. Dann Death Shroud schießen in ihn. Ja. Mit, das sind 10, 12, ne? Ja. Die haben sich schon vorhin verausgabt auf die 6. Einsen wiederholen. 2, 3, wie gibt's denn? 3, 6. 3 Stück, dreimal auf die 2. Und jetzt stirbt da. Wie viel Leben haben wir? Du hast noch 2. Okay. Natürlich. Safe. Das kann er. Da sind wir durch mit Schießen, ne? Ah, der kann noch eine Granate schmeißen. Ja. Trifft. Mhm. Die 5. Ja, auf die 4 sogar, aber gut. Verwundert nicht. Boah, das ist jetzt wirklich richtig, richtig schlecht gelaufen, ne? Das ist richtig schlecht gelaufen. Mein Zauberer greift deinen Spinner an. Ja. Schafft er. Die Poxwalker auch. Ja. Schafft er. Komm, das bewege ich gleich. Mein Lord of Contagion greift deine Warpkrallen an. Mhm. Müsste eine 6 sein? Ja. Boah. Macht er nicht. Warum mache ich den Charge zuerst? Den Charge hätte ich eigentlich als erstes machen sollen. Habe ich verkackt, ehrlich gesagt. Ja, weil das wird mich jetzt gleich komplett aufreiben hier. Ist ja klar, dass ich einen 6er Charge nach dem 8er Charge mache, ne? Ja, klar. Wenn du mich das nochmal machen lässt, weil es ist bescheuert, dass ich den als erstes gemacht habe. Also hast du den verkackt? Also sagst du, du hast mal der erste Wurf, dann hast du wieder den. Genau, den habe ich verkackt, dann kommt da auf jeden Fall der CP. Ja. Es sieht 9. Dann gilt das doch nicht. Nee, das ist manchmal, wenn du die Kamera hast, wenn du die rechts hast, dann. Ja, das ist ein toter Winkel, ne? Das ist wie ein toter Winkel, da guckst du da natürlich nicht hin. Ja. Ne? Ja, und dann hier. Ja. Da ist die 8. Auch. Dann bewege ich kurz und komme gleich wieder. So, wir fangen hier mit den Death Shrouds an. Ich nehme das starke Profil und du machst minus 1 auf Schaden an. Ne? Genau. Gut, dann treffe ich dich auf die 3. Ja. Der war gut. Mhm. Verwund dich auf die 3 Einsen wiederholen. Ja, der ist zu gut. 4, 8, 10 mal
mit minus 2 effektiv. Das müsste es gewinnen. Müsste es eigentlich gewinnen. Oder ich würfel so. War völlig ein Lebensruf. Ja, ich sag dazu nichts mehr. Also die Chaosbrut darf übrigens noch angreifen, haben wir vergessen. Na, das reicht nicht. 7. Ja, komm. Aber Markus, also du hast. Das ist das zweite Spiel in Folge, wo deine Würfel mir einen Strich durch die Rechnung machen. Ich glaube, ich mach nichts falsch, aber du würfelst so gut. Der hat Morty und 3 Deathshrouds überlebt. Das geht nicht. Das ist vollkommen gegen jegliche Mathematik. Was macht denn jetzt so eine blöde Chaos? Muss ich da nicht würfeln? 2W3, genau, muss ich erstmal würfeln. Warte, mach's. Chaosbruten, genau, und W3, ne? Eine 3. Darf ich den Verwundungswurf wiederholen mit 2W3 Attacken? Ja. 2. Das Ganze sind 2. Auf die 4. Nichts. Ich bin begeistert. Das spricht mir aus der Seele. Dann hau ich mit meinem Seuchenhexer zu. Ja. Der hat 4 Attacken. 3 Treffer. Auf die 3, weil der hat Stärke 7. Ja. Zweimal mit keinem Minus. Auf die 3. Hab ich. Das ist so frustrierend. Ich mach hier nichts, ne? Weil eigentlich einfach, bin ich der Deathguard-Spieler. Ja, weil du alles wegrettest. Alleine die 3 Fünfen, ne, waren schon frech, das Phenopenisieren. Der ist schon längst tot eigentlich. Ich nehme meinen letzten Kommandopunkt und mache hier die Wounds an. Okay. Ich habe jetzt genug davon. 7 mal 2, 14 Attacken. 4, 6, 9, 5. Also 6 Mord ist für mich, 1 sind für dich. Genau. Da sind viele Einsen für mich. Und keine 6. 4. Stark, René. Ist das nicht mein Verwundungsruf? Ich guck noch mal kurz. Guck mal eben nach. Pitchbow, das heißt, ich mach nichts. Also und ich verliere 3. Es läuft rückwärts in den Berg hinab. Genau, dann treffe ich dich auf die 4 und vor dich auf die 6. Eine ganze Runde. Kann reichen. Reicht. 5 oder gehst du hoch? Ich will meinen letzten CP einsetzen. Ich mach ja nichts, ne? Ich mach gar nichts. Mein Lord of Contagion. Ja. Auf die Krallen. Ja. 2 Treffer. Auf die 2. Plagewaffe. 3-mal mit minus 2. Ist ein Redder. Jo. Für 2. Steigt der 3 tot. Das ist, Was? Ein kleiner Lichtblick. So, dann kommen wir zum Nicht-Gecharged'en. Erstmal Morty, der hat natürlich noch den Heini da angesehen. Also theoretisch hätte ich jetzt hier, weil du hast gesagt, er sagt Fight Last, das heißt, er hat Fight Normal, weil er Fight First hat durch Madeslanisch, das heißt, die Thermis haben Fight First, das heißt, die schlagen auf jeden Fall vor dem Thermis zu. Ich hätte auch meinen Priester mit Fight First nehmen können, weil der dann auch dran wäre zu wählen, aber auf dem Morty auch noch keinen Sinn. Also nehme ich natürlich meine Thermis und wir handeln das jetzt erstmal die Reihe nach ab. Erstmal kommt der Morty dran, weil er angegriffen hat, ne? Auf die 2. Einsen wiederholen. Auf die 2. Einsen, die 3 Einsen. Mein Gott. Sind 6. 6 mal minus 4. Ja. Also minus 3. 4 Retter, ich bin ein Priester. Ja. Aber ich kann jetzt erstmal den kleinen Knilch wegnehmen, ne? Weiß ich nicht. Zählen die überhaupt? Gute Frage. Gehen wir mal nachgucken. Warte, der ist jetzt tot, warte. Ja. So, gehen 3 durch, du machst 9 plus 3W3, ich bin kaputt. Genau, richtig. Ist er tot. Ha, endlich ist er tot. So, haben die jetzt noch To-Hit-Reroll geblockt, die Thermis, oder endet das, wenn er tot ist? Das müsste bis zu meiner nächsten Command-Phase gehen. Würde ich sagen, machen wir einfach so. Ja, ne? Das kriege ich da eben rein. Gut, jetzt haben wir wirklich alle Angreifer abgehandelt, ne? Und jetzt schlägt der Markus entweder mit den Thermis. Mit beiden. Ich schlage mit den Thermis zu, weil die Fight First haben. Das wäre inzwischen deine Angriffsfrequenz gewesen. Und meine erste Fight Normal Activation ist mein Master of Execution. Und warum schlägst du mit beiden jetzt zuerst zu? Weil die Fight First hätten, die wären direkt nach deiner ersten Aktivierung dran gewesen eigentlich. Weil die Fight First haben. Achso, okay.
Also den haben wir vorhin nicht gemacht. Sozusagen. Genau. Ja? Gut. So, 5 Thermis hauen auf meine Thermis. Sind 15, 16 Attacken, ne? 4 each. 4? Plus Champion, weil ich ja die Curse-Wetten gibt plus 1 Attack. Achso. Guck mal, sowas möchte man als Deskar-Thermi doch auch mal haben, ne? Ja, du machst dafür Wunsch für Einzel. Oh nein. Hab ich gesagt 5, ne? Ja. 5 und eine dabei, sind der Champion. Auf die Dreien. 6 explodieren. Das ist sehr gut. 1, 2, 3. Ja, treffen alle durch die 6. Auf die 4. Der war auch gut, Markus. Ja, Koran will es so. Sind 3, 6, 9, 11 Stück. Minus 3 für eine. Also auf den Retter. Warte mal, einer hat noch 2, der ist tot. Jo. Und dann stirbt noch einer. Jo, und verliert noch einen Lebenspunkt. Gut, der ist tot. Der ist tot und einer verliert noch einen, hat man gesagt. Genau. Wahnsinn. Dann kommt der Master of Execution. 7 Attacken. Und 4 Mortals. Super. Das trifft. Und noch die 2 zusätzlich, hast du die auch genommen? Ne, der endet die Attackenfrequenz und die 2, genau, die 2 zusätzlich durch den Exploding hat wieder dabei. Ach so, genommen. Okay. Auf die 3 sind, hat der, genau, der hat das. Keine Verordnungswürfelwiederholung. Genau, Verordnungswürfelwiederholung hat genau die Charaktermodelle. Was heißt das? Genau, der vier, hat existiert, ne? Die sind raus. 4-mal retten. Sind 3 Lebenspunkte, ist einer tot. Der hatte 2. Ne, der hat einen Schaden. Der hat einen Schaden, genau, 2 gehen auf den. Genau, dann geht noch einer weiter. Und dann kommen noch 2 Mortals und noch einer tot. Macht das nicht sogar 4 Mortals? Stimmt, macht 4 Mortals, du hast recht. Ne, das heißt, der hat ein Leben, verliert einen durch die Mortals und die zweiten Mortals gehen schon komplett auf den. Genau, der hat dann noch ein Leben, ja. Ja, dazu sage ich jetzt einfach mal nichts. Du hast einfach 10 Blightlords getötet mit dem Typ. Ich sag mal so, 80 Punkte und 2 CP. Ja, super. Will ich auch machen. Den töte ich jetzt aber mit dem Pflege. Nein. Alles? Man muss ja immer fragen. Auf die 3 Einsen wiederholen. Alles. Sind 6, ne? 6 mal minus 1 für 2. 6 mal minus 1 ist die 4er Buchse. Ist er tot. Hervorragend. Dann habe ich noch den Champion der Pestgarde und haue auf die Thermis natürlich. Ja, minus Hit ist noch aktiv. Einsen wiederholen darf ich nicht. Noch nicht. Das heißt, ein Treffer auf die 2, eine Wunde. Minus 1. Passt. Gut. Ja, dann hauen wir zurück. Ja, du hast ja noch, wir haben ja überall Nahkämpfe hier. Genau. Machen wir von da nach da. Machen wir erstmal die. Nö, eigentlich nicht. Ich hab alles auf die Thermis. Gut. Hauptwaffe. Ja, muss ich getrennt machen. 2 Einsen dabei, keine 6. Auf die 3, Stärke 6. 3x minus 3 für eine bei dir. Retter. Minus 2 für eine. Das ist ein Lebenspunkt weg. 4 Attacken Mecha-Tendrils. 3 Treffer, Stärke 6, 2x minus 1 für eine. 1 Schaden noch. Und noch 4 Billo-Attacken, 4 Treffer, auf die 5. Ich vergesse die ganze Zeit, ich habe Verwundungswürfel wiederholen auf den. Ja, mach. Auf die 5. Warte, das waren jetzt Treffer, ne? Das waren Verwundungen. Das waren Verwundungen schon, okay. Dann sind das 2 Wunden und 2 tödliche. Dann save ich die. Die tödliche tötet ihn und gibt ihm einen Schaden. Jo. Wahnsinn. Wahnsinn. Dann haben wir hier die Krabbe, die haut auf den Hexer. Hexer-Tacken auf die 3. Also der hat übrigens ja schon 3 Schaden, ne? Ja, Stärke 6 auf die 3. Einmal nur minus 3 für 2. Tot.
Der macht 2 Schaden, also einen gegen dich. Ja, der hat ja noch ein Leben. Ach. Der hat ja 3 tödliche gekriegt. Jo. Der hat sich ja in Luft gejagt, was es nicht gebracht hat gegen dich. Jo. Okay. Übrigens, es sterben gerade mehr Modelle in deinem Zug, in meinem Zug als deine, ne? Nur mal so. Du machst mehr Schaden als ich. Ja. Obwohl ich überall angegriffen habe. Ich weiß nicht, was ich das so sagen soll. Das ist unglaublich. Ich hau noch mit den Wurfballen auf den Lord Potation, auf die 3, alles wiederholen. Zwei nicht, dafür bei 3 Sechsten. Auf die 5, alles wiederholen. 2 Wunden bisher, 3 Wunden bisher. Sind 8 mal minus 1 für eine bei dir. Auf die 3, 2 Schaden. Ja, Markus, was soll ich sagen? Ne? Das war jetzt meine 4. Das war deine 3. Meine 3. Runde erst. Ja. Um Gottes Willen. Du musst, glaube ich, hier einen Moraltest machen. Ja, auf jeden Fall. Der ist auch tot, ne? Der ist tot, ja. Ich glaube, ich habe verloren. 1, 2, 3. 4. Der ist auf. Du hast den 3, ist auf jeden Fall safe. Das ist safe, ja. Gut. Der ist tot, der ist tot. Der ist tot. Das Schlimme ist, das war meine Runde. Mhm. Und ich habe mehr verloren als du. Ja. Wahnsinn. Deine 4. kommt jetzt. Genau, ich mache keine Punkte. Ich habe genau, keine 7 Modelle erschlagen. Keine Vektor, du hast noch 3. Ich habe keine, ich hab nichts, du hast keinen Moralwert verpasst. Nee. Ja. Keine Vektoren, das machen wir am Ende. Action hast du nicht gemacht. Action kann ich ja nirgendwo machen. Du hast keinen Marker erobert. Nein. Doch, den Marker hast du erobert. Den Marker habe ich erobert. Genau. 2 Punkte. Yay. Yeah. Du hältst 1 Marker, 2 Marker für 8 Punkte. 4. Runde der Wordbearers, du bist hier aus dem Nahkampf gegangen. Genau. Hat sich nichts bewegt. Die bleiben stehen, die bleiben stehen. Die bleiben stehen, die bleiben stehen. Hier sind 3 Besessene, die machen jetzt meinen Divine diesen Viertel jetzt Zinsch. Die Terme sind im Nahkampf geblieben. Die Warpkrallen sind rausgeflogen. Dafür geht der Discolord gleich rein. Gut. Er hat +1 zu Hit vom Discolord bekommen. Hat sich einen Lebenspunkt geheilt. Ne? Genau, bleib ich im Nahkampf. Dann machen wir hier mit dem Zauber 5er Fino Pain auf die Thermis. Das kann ich aber bannen diesmal. Das kannst du jetzt bannen. Auf die 6 kommt das. Mit der 7 ist es da. Morty sagt ja. Morty darfst sagt, du haben. Darf ich haben. Danke, Morty. Dann, wie viel Leben hat der? Hat noch ein Leben, der Thermin da hinten. Ja. Ja, dann schießt er erstmal mit. Genau, sind alle in Range. Boulder. 8 Schuss Boulder. Boulder. 5. Snicks. Schade. Dann der Bassblaster auf die 3. Trifft einmal auf die 3. Solide nicht. Bassblaster ist irgendwie so mag. Okay. Dann haben wir hier 10 Schuss Bolter auf Morty. Why not? Hat der Pestilenz an? Ja, mir ist auf der Bolter. Auf die 4. Auf die 6. Einmal rüsten, Morty. Morty hat immer noch 16 Lebenspunkte, aber er macht halt nichts. Ne? Er hat jetzt ein Charaktermodell bis jetzt erschlagen. Dann haben wir hier einen Flamer auf den. Wie lange hat er für Reichweite? 18. Auf den Schlauchtyp, 2W3 plus 2. Aber er ist doch der Next. Ja, aber er ist ein Charaktermodell, das nicht geschützt wird, weil keine 3 Modelle sind. Okay. Sind 4 Treffer. Auf die 3, check 6. 3x minus 2 für 2. Also minus 1. Auf die 4. Ist er zu erleben? Ist er tot. Nee, also macht er einen Schaden. Ein Schaden. Ne? Dann hat er noch, einen? Hat er noch einen, genau. Okay, dann haben wir hier 2 Bolter und einen Bassblaster auf den Kerl. Der muss jetzt weg. 2 Bolter, 2 Treffer, nichts. Jetzt aber mal der Herr Bassblaster, jetzt nehmen wir andere Würfel. Jetzt macht er 3 Treffer. Ein Treffer auf die 3. Nicht. Alter. Bassblaster. Bassblaster. Dann haben wir eine Spinne im Nahkampf. 6 Schuss. Auf die 3. Ist ja eine Sturmwaffe. Yep. Auf die 3.
Ja, auf die 3, genau, ja. Richtig. 4 mal minus 2 sind 2. 4 mal bestätigen. Sind 3 tot. Ja. Zack. Schade, den Schlauchtür hätte ich gerne gesehen. Ja, Charge auf den. Auf den Lord of Getage? Ja. Ist er? Plopp. Warum komme ich nicht? Sonst hast du keine Angriffe, ne? Nee. Urlaub, möchtest du noch mit einem Trupp Morty angreifen? Ja, das ist eine gute Idee. Nö. So, du gibst mir hier Fight Last, ich habe Fight First, das ist Fight Normal, das heißt, du bist vor mir dran. Weil meine Runde, weil deine Runde ist. Weil meine Runde ist. Hier bist du auch vor mir dran. Das heißt, ich habe nur meinen gechargten. Auf den Lord Contagion. Auf die 2, alles wiederholen. Jo, keine 6 leider. Stärke 6 habe ich. Auf die 4. 2. Stärke 7, weil ich mal Score habe, ist egal. Dann auf die 3. Dann auf die 3, okay, dann ist doch nicht egal. Dann sind es 4 mal minus 3. Also auf meinen Retter. 2 durch. Sind 2 plus W3. Also ja, der 2 plus 2 W3. Ich wiederhole jetzt nichts. Sind, also eine 4. plus W3 sind 3, sind 5 insgesamt. Ist er tot, weil er schon 2 Schaden hat? Ja. Darfst du noch nachpeilen? Nein, nicht zu den Box. Und dann bin ich dran, ne? Ja. Dann greife ich, mach hier als erstes mit den Thermis. Ja. Damit ich nicht noch einen verliere. Jetzt lass mich auf die 3, ganz normal. Pflegelmann, die 1 darf ich wiederholen, wegen Morty. Ja. Stärke 5, auf die 3 normal, auf die 4. Ja. 1 wiederholen. 2 Runden, minus 1. 1, 3, 3 Wuchse. Beide durch. 2 Schaden each, ne? Ja. Ich habe keinen angefrackten, kann ich alles hier zusammen machen. Ich habe 3 Lebenspunkte, 5 auf Vino Pain, ist einer tot. Dann kommt die kleine Attacke. 2 Treffer auf die 2. Auf die 2. Ne, 2 mal. Habe ich eine. Die Verwundungswürfe. Ne, die Trefferwürfe waren gerade so schlecht, ne? Von dem Pflegel, ne? Weil Treffer. Verwundungswürfe dürfte ich nämlich alle wiederholen wegen Erzvergifter. Ja, war aber nicht so. Nee. War jetzt 2. Zweimal von dem normalen? Ich meine zweimal von dem normalen. Minus 2, ne? Minus 1 dann. Gut. Dann? Dann dürfen noch die Poxys vor mir hauen. Ich mach meine Mord übrigens nicht an. Mhm. Sind wieder 14 Attacken. 6, 10, 14. Den einen mache ich noch nach. Auf die 4. Kann man mal so machen. Müsste jetzt aber auf die 6 verwunden. Nichts. Okay. Gar nicht. Dann hast du alle durch. Dann ist die Krabbe dran. Auf die 2, weil gebufft vom Discolord. Eine 1. Aber eine 6. Darf ich nicht wiederholen, aber eine 6 trifft auf die 3. Sind 3 mal minus 2 für 2. Auf die 6. Ne, 2 tot. Zack. Ne, warte mal, die lasse ich noch hier stehen. Zack. 1. Was sind jetzt die Thermis? Genau, wir haben noch 4 Thermis, davon ein Champ. Auf deine Thermis, dein Schlauch ist ja leider nicht im Nahkampf. Ich darf nichts wiederholen. Ein paar 2 in der Weise, gut. Hab eine 6. Auf die 4. Sind 5. 5 mal, genau. Da ist einer durch. Einen Lebenspunkt und dann hat er auch nur noch einen. Hm. Warte mal, das kann ich doch, muss ich so machen, weil der eine war ja angeknabbert, aber jetzt bin ich nicht mehr in dem Marker. Sehr schön. That is a problem. Gut, deine Runde? Genau, meine Runde. Ich bin engaged für 3 Fronten wieder. Richtig? War ich letzte Runde auch für 2, für 2. Gefangen, da habe ich jetzt gemacht 2, 4, 6, 9. Bestimmt. Also. Genau. Für die Götter habe ich angesagt, die müssen aber überleben. Und ich habe einen Marker erobert, den ich vorher nicht hatte. Auf jeden Fall.
habe aber keine Einheit auf Marker vernichtet und 2 Punkte. Genau. Und ich halte immerhin noch 2 Marker für 8 primär. Ja. Vierte Runde Death Guard. Morty hat sich wieder gebufft. Ich bin hier zurückgefallen mit dem Champion von den Blight Lords. Bin an den Marker gegangen, weil ich ja die, weil ich ja Obsec habe. Hier bin ich auch ein Stück zurückgegangen. Morty soll jetzt die Termis töten. Hier ist eigentlich, hier bin ich mit den Poxwalkern zurückgefallen, weil die normaler, weil die als erstes dran wäre. Der Marker ist sowieso verloren. Und hier bin ich mit den Death Shrouds außerhalb von 3 geblieben und die machen jetzt die Aktion, dass ich 4 Punkte für diesen Marker kriege durch die Aktion. Dann bin ich bei 11, damit bin ich zufrieden tatsächlich. Ja. Morty schießt, erstmal zaubern. Ja. Und zwar Miasma brauche ich nicht. Ja. Ich smite auf die Thermis. Mhm. Kommt nur 7. Ja, okay. Nein. Und ich mache noch. Ich mache mir den erstmal an. Kommt nicht. Sisse, wollte er nicht. Dann kommen wir zum Schießen. Morty schießt mit der Laterne auf dein Descolor. Mhm. Trifft. Verwundet. Mhm. Vier Ritter. Hab ich. Der wäre ja tot gewesen sonst, ne? Ja. Wegen 3 Schaden. Gut. Der Schlauchmann auf deine Thermis. Ja. Ein Treffer. Verwundet, minus 2 effektiv für 2. Geht durch. Geht durch für 2. Pinopain habe ich drauf, ne? Ja. Für nix. Also, das ist sehr mühselig. Sehr, sehr mühselig. Ja, da sind wir im Nahkampf. Ja. Morty mit einer 11, der hat Bock. Easy. Dann haut er mal zu. 7 Attacken. Jo. Alles? Jo. Die 3. Stärke 60. Ja, wir sind zu gut. Ach ja, auf die 3, genau. Eins sind zum Glück alle wiederholen. Das sind 5 Wunden auf deinen Retter. 5. Alle tot. Keine. Ich hätte viel nur Pain, aber. Obwohl. 3 plus W3. Können wir machen. Ja, du hast einen mehr, ja, du riechst in die Tore. 5 Schaden. Tot. 6 Schaden. Tot. 6 Schaden. Ja, ist tot. 6 Schaden, ja. Gut. Gut. Wenigstens etwas. Morty mal macht und Morty Dings macht. Ja, jetzt hat er wenigstens mal zwei Sachen gemacht. Ich mach 4 Punkte, Markus. Genau. Ja, du hast einen Marker erobert, den du vorher nicht hast. Du wirst von dir gehalten. 3 Punkte. Vektoren hast du mir 3 gekillt, machst du nicht. Moral habe ich auch nicht gemacht. Boden am Ende und Krankheiten machst du nochmal 4, ne? Genau. Du gehst jetzt in deine letzte Runde, du hältst einen Marker, zwei Marker. 8 für Punkte. 8. Und ich habe hier die Aktion abgeschlossen, weil die noch leben. Ja. Den Göttern geweiht. Gibt nochmal irgendwie bestimmt jetzt 4 oder 5, ne? Ja, ich glaube. Gucken wir nach. Weil es jetzt zu dunkel wird, müssen wir die 5. Runde mal zusammenfassen. Du wirst dich hier drum kümmern, ne? Mit dem Discolord. Ja. Du wirst versuchen, den Termitor zu schießen. Morty wird höchstwahrscheinlich überleben. Ja. Ne? Ja. Den Marker wirst du komplett freiräumen. Ja. Und dann versuche ich in meiner Runde, ich werde wahrscheinlich nicht mehr halten können. Ich werde versuchen, noch irgendwie ein paar Punkte zu holen. Ne? Ja. Bis gleich. Das letzte Tageslicht erlaubt uns noch ein kurzes Feedback, ne? Was ist denn noch passiert? Ja, Morty hat noch ein bisschen rumgewütet. Du hast auch noch ein bisschen rumgewütet. Genau. Ich hatte nachher nur noch Morty. Ja, du hattest nur noch Morty. Er hat seine Genugtuung bekommen und hat den verfluchten Discolord noch erschlagen. Richtig. Ich habe mit vereinsamen Kräften die letzten Poxwalker weggeräumt. Ja, dann ist das Spiel ausgegangen. 74 zu 51 für die World Beavers. Siegesgeheul. Siegesgeheul auf jeden Fall. Ja, erschreckend. Erschreckend irgendwie, auch ein bisschen auch auf jeden Fall aufgrund meiner Würfel. Ich habe gerade schon gesagt, man könnte meinen, ich habe die Death Guard gespielt, so schlecht wie ich gestorben bin. Du hast 16 Thermis getötet. Ja, und du hast meine auch gekillt, aber für welchen Preis, ne? Also, richtig. Gut, Morty hat am Ende mal eben viel weggeklatscht, das ist dann, was der normalerweise macht. Aber vorher war einfach.
Als ob der Dämonenprinz wäre und verkackt hätte, richtig, aber kein Primarch. Man muss aber mal sagen, diese Kombination aus Fight First bei den Thermis, der schwarzen Rune und Hitrantium ohne Trefferwürfe wiederholen. Ja, was soll man gegen die denn in den Nahkampf schicken, wenn nicht 10 Blightlords? Es gibt keine Einheit, die im Nahkampf schlagen kann. Schwer auf jeden Fall. Und 5er Phenopain habe ich auch noch. Und 5er Phenopain. Gegen Mortals und durch den Zauber gegen alles. Das ist finde ich schon fast zu hart. Und das alles nur mit Malus Lanisch, was noch Fight First sagt. Also ja, absolut heftig. Ne? Ja, ich habe das große Problem, weil Delta auch so groß geworden ist. Ja, der verseuchte Boden, ne, hat natürlich, wenn man eigentlich quasi bis auf Morty getabelt wird, nicht geklappt. Nee, der hätte mehr überleben müssen. Ja, der hätte mehr überleben müssen. Das hat nicht funktioniert. Ich fand meine Liste eigentlich gar nicht so schlecht. Eigentlich nicht. Diese 10 Blightlord-Thermis plus 2x3 Death Shrouds gefallen mir sehr gut. Morty ist eigentlich auch ein Biest. Der hat leider in den ersten zwei Runden nichts getan. Ja. Oder zu wenig. Ja gut, der hat 5 Besessene rausgenommen, was mir natürlich einerseits wehtut, sind aber auch nur 140 Punkte. Ja gut, ich muss ihn ignorieren, ich kann ihn nicht töten. Ich hätte 5 Runden lang alles auf Morty schicken können, hätte ihn dann vielleicht gekillt, aber das wäre natürlich totaler Quatsch gewesen. Deswegen also muss ich ihn einfach ignorieren. Sagen wir mal so, es wäre wahrscheinlich ein bisschen knapper geworden. Ne? Also wenn man jetzt mal so, ich glaube, ich habe keinen Rettungswurf für irgendeinen Termi geschafft. Ja, wenn vielleicht seltens, ein Einzel oder so. Seltenst, ne? Ja. Und du hast natürlich ja auch Fino Pants rausgehauen. Mein lieber Mann. Ne? Ja, interessant, World Bearers kommen so langsam, ne? Ja. Man muss viele Sachen ausprobieren. Also für mich aktuell auf jeden Fall die stärkste Option. Jetzt haben wir gerade, letzte Woche war Creations of Bile auf dem Turnier sehr stark. Aber das ist natürlich immer die Frage, wie spielt der Typ hier und so. Also für mich ganz klar World Bearers Nummer 1 aktuell. Bin ich super. Und obwohl ich so viel von deinem, was World Bearers gut macht, eigentlich negiere. Genau. Durch Morty und auch durch den Fight Last Typ, der nicht als Angreifer und auch eigentlich hat. Und auch eigentlich durch, du hast viel Schaden 2 und ich hab, du machst nur einen Schaden gegen mich, hast du mich eigentlich fast getabelt, wenn du so willst. Ja. Und du hattest nur 2x5 Besessene und 10 Thermis. Aber diese Disco Lords, die sind einfach unglaublich mächtig, ne? Das sind so die stärksten Figuren. Ich finde auch Warpkrallen. Das sind 26 Attacken, alle Treffer, alle Wunden wiederholen. Minus 2, einen Schaden zwar nur, aber bei 26 Attacken, die alles wiederholen dürfen. Leute, war ein spezieller Report. Es ist auch mittlerweile dunkel. Wir versuchen schon leise zu sprechen. Ja. Ne? Seht es uns nach, wenn es ein bisschen dunkel war, wenn es zwischendurch ein bisschen hell war. Man muss auch mal ein bisschen Fun haben beim Spielen. Ne? Yes. Bis zum nächsten Mal, Daka Daka TV. Ciao.